So, ich schalte jetzt einfach nochmal zurück, weil Benny im Chaos-Modus wie immer ja hier schon mal so Start gedrückt hatte und alles überhaupt noch nicht fertig war, aber jetzt plötzlich doch der Startbildschirm da ist, also hätten wir noch den Trailer laufen lassen können. Ich dachte, jetzt kommt schon die erste ultimative Videosequenz, die wir verpassen. Aber wieso haben wir keinen Ton? Gibt es da keinen Ton? Doch. Ach, der Ton ist ganz leise. Ah, hallo zur dritten Stunde Peppermint Gaming am Dienstagabend. Wie ihr seht, wir haben den feuchten Traum aller unserer weiblichen Zuschauer hier am Start. Da sagt der Benny, oh, aber wenn du wüsstest, was wir hier die letzten 2 Stunden schon gechattet haben. Also auf der nächsten Animagic müssen wir leider Bodypillows von dir verkaufen im Free Cosplay. Mich will leider keiner haben. Leider, leider. Haben mich so viele Leute im Free Cosplay gesehen? Ja, eigentlich nur die Monkey, aber das ist halt im Prinzip 100% unseres weiblichen Publikums hier im Publikums gerade. Stream. Ich verstehe. Und dementsprechend, ja, musst du da jetzt leider durch. Das ist fantastisch. Ich weiß, es gibt Schlimmeres Ja, als ein Bodypillow zu als sein. ein Bodypillow zu sein. So, Das also, Verkaufsschlager. Wie angedroht, im Hinblick auf den Metal Gear Solid Release in 2 Wochen, auch hier bei uns groß zelebriert, dann zockt Benny heute Abend. Was? Metal Gear Solid. Das Entscheidende ist, Metal Gear Solid, das ist das Erste. Ja? Das hieß tatsächlich nur Metal Gear Solid. Wahnsinn. Damals auf der PlayStation 1, released 1998. Ja, aber guck mal, da Copyright 19. Ach, das ist das Konami-Copyright wahrscheinlich, Ja, oder? genau, also 1987. Das Ur-Metal Gear-Spiel war damals, glaube ich, für NES. Wahnsinn. Ja. Und das ist aber das Voll erste Retro. Richtige. Weißt du, was das Schlimme ist? 1987 war ich schon 6 Jahre alt. Ja. Was viel schlimmer ist, als ich das gestern installiert habe und gesehen habe, eigentlich von wann das Spiel ist, ist mir erst bewusst geworden, wie alt ich war, als ich das damals gespielt habe. Du konntest es theoretisch gar nicht spielen, oder? Du Doch. warst viel zu jung zum Spielen. Na, das sah man damals noch nicht so eng. So, wir starten mal ein neues Spiel. Es wird aufregend. Es Wir wird nehmen natürlich easy, ultra damit wir irgendwie hier aufregend. vorwärts kommen. Wichtig ist, sollte irgendjemand mal vorhaben, Metal Gear Solid den ersten Teil zu spielen. Damals war es noch gang und gäbe, dass man bei Metal Gear Spielen die Tasten ein bisschen vertauscht hatte. Sprich, man ist es ja gewohnt, an der PlayStation immer mit X zu bestätigen. Bei Metal Gear nicht. Man hat damit Kreis bestätigt. Mit X ist man immer zurückgegangen. Sprich, jedes Mal, wenn man irgendwas bestätigen wollte, ist man immer komplett rausgegangen. Sehr witzig. Haben sie aber, glaube ich, dann beim Dreier war es, glaube ich, haben sie Guck es mal, dann jetzt können wir geändert. gleich mal gucken, ob da irgend so ein Grundsprecher dabei ist, den man heute noch kennt. Super. Das ist das Nächste, auf was ich hinweisen möchte. Zum einen, bitte stoßt euch nicht an den scharfkantigen Pixeln. Das war damals so. Und das war damals grandios. Es war Benchmark. Viel wichtiger ist, das Spiel, das war damals eine Besonderheit, das Spiel hatte schon eine komplette Sprachausgabe. Ja? Und die Ja, es ist wurde ja aber. aber auch auf der PlayStation auf gefühlten 2 Millionen CDs Ist so, ja, ausgeliefert. bestimmt Aber die wohl. Frage ist, wie hat das damals auf dem NES funktioniert? Ja, auf dem NES gab es das ja Da gab nicht. es keine Sprache. Nee, nee, Ach, nee, auf dem hast NES, du das nicht. ist ja ganz, ganz, ganz alt. Das war ja noch von oben drauf und einfach nur. Das ist aber nicht die deutsche Stimme von Kiefer Sutherland. Das ist ja auch nicht Snake. Ach so, das ist gar nicht Das ist Snake. Colonel Campbell Guck und mal. das rechte ist Ja, Snake. also das Link. Ja, sag ich doch. Rechts. Aber der hat ja Ja. gerade auch schon gesprochen. Ja, Das aber war das ist nicht. ja nicht der Snake, den wir beim letzten Spiel Ach so, oh hatten. Gott, jetzt greifen wir schon voraus. Genau, weil Lassen wir das lieber. das spielt ja jetzt in der Zukunft. So gesehen. Kurumu sagt Hallo, ich sage einfach immer mal Hallo zurück. Hi. Nee, das ist tatsächlich, obwohl es das erste Metal Gear war, spielt es im Vergleich zu allen anderen eigentlich relativ weit in der Zukunft. Also danach spielt er nur noch Metal Gear Solid 2 und dann eben Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots. Die ganzen anderen Metal Gear Spiele, die rausgekommen sind, spielen alle davor. Also da spielt man auch nicht direkt mit Solid Snake, wie er da heißt, sondern da spielt man eben einfach nur mit Snake, der dann später Big Boss wird. So. Trick Nummer 1, man kann im Wasser rennen. Ich erinnere mich gerade daran, wie ich das erste Mal gespielt habe und ich glaube, nach einer Stunde frustriert alles in die Ecke geschmissen habe, weil ich einfach nur alles scheiße fand.
Was auch wichtig ist, bitte wundert euch nicht, wenn ich so ein bisschen bescheuert in der Gegend rumlaufe, denn Analogsticks gab es damals noch nicht. Sprich, man spielt das nur mit einem Digi-Kreuz. Das ist sehr ungewohnt. Da brauchst du aber keine Sorgen machen, denn die Community ist es gewöhnt, dass der Basti rumrennt und verpeilt ist. Was ein Tutorial. Ja. Oh ja, wir müssen da raus. Das ist was, das haben sie mittlerweile, das hat, beziehungsweise das ist ja mittlerweile so ein bisschen Trademark von Kojima geworden, dass er ellenlange Videosequenzen und Storysequenzen hat. Damals gab es das hier noch nicht so exzessiv. Dafür gab es dieses, dass man immer so einen Call kriegt und dann eben hinkniet und mit dann diese Funksprüche hat. Und das ist am Anfang uferlos. So. Nachdem ich hoffentlich noch halbwegs so ein bisschen die Sachen auswendig weiß, nach all den Jahren. Und tot. Genau, zack, tot. Wir müssen hier durch diesen Fahrstuhl, aber der Fahrstuhl ist noch nicht da. Man sieht rechts oben übrigens die Karte. So, wir nehmen mal unseren Funkspruch an. Es gibt einen Aufzug, mit dem Sie ins Erdgeschoss fahren können. Warten Sie, bis der Aufzug nach unten kommt. Sie gehen besser in Deckung. Das war damals top-notch. Oh. Vielleicht hätte ich nicht durchs Wasser laufen sollen. Ist ja jetzt fast so ein bisschen wie Mission Impossible, ja. Ja. Passend zum aktuellen Kino. Film. Wenn ihr wissen wollt, wie ich den fand, schaut morgen Nerds Weekly. Jetzt eine ausführliche Review zu Mission Impossible. Oh mein Gott, es war auch die 5. Siehste? Wie bei Metal Gear Solid. Mhm. Sein Zeichen. Allerdings heißt der Rogue Nation und nicht Phantom Pain. Es tut mir leid, dass hier jetzt gerade noch nicht viel passiert. Schleichen. Wir müssen warten, bis der Aufzug runterkommt. Dann können Metal Gear Solid war schon immer ein Spiel, in dem nicht viel passiert ist. Ihr werdet merken, Basti ist nicht... Also ich erkenne es durchaus an, dass das anscheinend ein Meilenstein der Spielegeschichte sein soll. Aber irgendwie fand ich es immer... zu lahm. Also ich weiß, dass die Story grandios ist, gerade weil der Benny ungefähr viermal am Tag davon erzählt, wie grandios es ist, aber Basti ist immer ein großer Skeptiker gewesen. Ist es bis heute, obwohl ich mir im letzten Steam-Sale tatsächlich mal das Ground Zeroes bei Steam zugelegt habe. Hab's allerdings noch nicht gespielt. Vielleicht werde ich ja doch noch auf die letzten Tage von Kojima und Metal Gear Solid, vielleicht werde ich ja doch noch ein Fan, aber ich weiß nicht, hat die letzten 20 Jahre nicht funktioniert. Hilfe! Verdammt! Hey, das geht ja genauso weiter, wie wir bei Ground Zeroes aufgehört hatten. Das ist übrigens der Trick 17 hier. Wenn man ins Wasser springt, fingen sie einen nicht mehr, obwohl man 5 Meter vor ihnen steht. Naja. Also ich denke mal prinzipiell, dass das neue Phantom Pain durchaus auch Leute, die jetzt nicht so Metal Gear-affin sind, begeistern könnte. Dadurch, dass es eben so ein Open-World-Spiel ist und ja durchaus mittlerweile sehr actionlastig geworden ist, während das hier ja tatsächlich mehr schleichen und etwas mehr taktisch war. Was auch einfach daran lag, dass man hier noch nicht so viel Waffen hatte, nicht so viel Munition hatte. Und das Entscheidende ist ja auch, dass man am Ende des Spiels immer ein Ranking kriegt, nachdem man es durchgespielt hat. So, jetzt können wir hier endlich mal hochrennen. Und je weniger Leute man zum Beispiel umgebracht hat und je weniger man den Alarm ausgelöst hat, desto besser ist das Ranking geworden. Und man hat dann am Ende sogar irgendwelche Sachen dafür bekommen. Also es gab dann besondere Outfits. Es gab, ich glaube zum Beispiel, dass ich weiß nicht, ob das Bandana gab es dann, das konnte man sich umbinden, hat man in dem Moment unendlich Munition gehabt. Und irgendwas gab es, dass man unendlich Leben hatte für das nächste Mal durchspielen und so weiter. Und ich glaube, das Höchste war... Der Meister. Tada. Ich glaube, das Höchste, was man erreichen konnte, da durfte man tatsächlich irgendwie nur 8 oder 9 Leute töten, was genau die Bosse waren. Sprich, alles andere musste man irgendwie dran vorbeikommen. Falls bisher Zweifel bestanden, kein Spiel für Basti. Da, wenn ich schon lese, Tactical Espionage Action. Also taktisch geht bei mir, wenn überhaupt, nur rundenbasiert.
Rundenbasiert, ja. Action, taktisch Action, Basti, ganz, ganz schlecht. Ganz kurz hier so, der Winter fragt oder sagt im Prinzip, wenn wir dann mal Steam streamen irgendwann, hier J-Games, Indie J-Games hat ein paar Keys zu verschenken, werden wir dann gerne annehmen, wenn wir an den Punkt mal kommen. Gerne. Sesops möchte Basti fragen, was er denkt. Prinzipiell denkt Basti gar nichts. Ich tue nur immer so, als würde ich denken, aber dieses Gehirn hier, also dieser Kopf, ja, wo ein Gehirn drin sein sollte, ist einfach leer. Ich bin vor der Entsaugungsanlage. Ausgezeichnet, Snake. Ja, und ihr diskutiert Edgy, das ist natürlich. Da wollen wir einen niveauvollen Klassiker der Videospielgeschichte spielen und ihr diskutiert Edgy im Chat. Was mich wundert ist, wo sind jetzt die ganzen Fragen? Vorhin habt ihr, wolltet ihr Fragen, Fragen, Fragen und ich konnte nicht antworten und jetzt schon 10 Minuten könnt ihr Basti Löcher in den Bauch fragen und keine Frage kommt. Oder ihr hebt euch einfach für morgen für unser Hangout auf. Dann haben wir morgen wenigstens auch noch was, worüber wir reden können. Wo ist Kalena? Kalena klingt russisch. Oder zumindest irgendwo anders im Ostblock. Ah, ich sehe, Linko Stato ist beleidigt. Jetzt wollen sie keine Fragen mehr stellen. Ach Mann. Zickig heute. Würde ich ein Anime schauen? Würde ich ein Edgy-Anime anschauen? Ja, ich wurde ja schon gezwungen, ein Edgy-Anime zu gucken. Unser guten Demon King der Mao. Ich habe es ja schon oft erzählt und erzähle es aber gerne auch immer wieder. Ich suche eigentlich andere Werte als große Brüste und knappe Höschen, wenn ich Animes gucke. Ich zähle dann doch mehr so auf gute Animation, eine interessante Geschichte. Und dementsprechend bin ich jetzt nicht unbedingt ein riesen Edgy-Fan. Aber gibt ja genügend Leute, wenn ich mir den Erfolg von Highschool DxD und Highschool of the Dead anschaue und jetzt auch wie viele Leute nach unserem Demon King der Mao gefragt haben, die das Zeug haben wollen. Also, Basti ist nicht der Part, der das guckt, aber es gibt genügend andere. Wie ist das bei dir, Benny? Edgy? Edgy, awesome, oder? Vollgas. Kenne ich alle in und aus. Benny ist die personifizierte Edgy-Serie. Deswegen machen wir ja auch ein Kissen von ihm für die gute Monkey. Ein zweiseitiges. Ja, das war ja sowieso die Ansage. Also vorne normal und hinten leicht bekleidet. Genau, genau. Weil meins ist genauso. Was ist los? Nichts. Habe mir bloß die erstklassige Militärtechnologie-Ingenieurin weniger hübsch vorgestellt. Oh, hallo, was sind das denn hier für Ansagen? Nein, im Ernst. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja schon viel erlebt und viel gesehen. Aber ich glaube, ich habe selten eine Synchro gesehen, die so einfach völlig fehlbesetzt war und die auch noch die Übersetzung an sich einfach so schlecht war. Aber du darfst ja nicht vergessen, dass damals zu der Zeit, wo das gemacht wurde, da war, hat man halt Videospiele noch nicht mit Sprachausgabe versehen und hat sie noch nicht übersetzt. Und wahrscheinlich, wenn du da in irgendein Synchronstudio gegangen bist und gesagt hast, hier, guck mal, mach mal Videospiel, dann sind die erstmal schreiend weggerannt. Weil das war ja auch noch vor der digitalen Zeit, theoretisch, oder? Das heißt, du hast das noch nicht mal wie bei Filmen damals gehabt, dass die auf irgendwelchen Beta-Bändern oder so gekommen sind, sondern die Sprecher mussten wahrscheinlich wirklich blind einsprechen. Die haben einen Text gehabt, mussten den sprechen und dann wurde der hingepackt und die hatten überhaupt keinen Kontext dazu. Aber dennoch muss man sagen, es ist jetzt nicht unbedingt vor allen Dingen ein Meilenstein. Ja, ein schlechter Wortwitz jagt den nächsten. Ja, aber das ist ja wie bei uns hier im Stream. So, Winter fragt, was sagst du zu Sakurazo no Pitna Kanujo? Sagt mir gerade gar nichts. Klingt pornografisch. Ja, er sagt, es steht edgy dran, ist aber nur ganz wenig edgy. Super. Welcher Edgy-Anime ist für euch der heftigste? Ich gucke ja keine, deswegen kann ich nicht sagen. Also das muss wenn die Community beantworten. Irgendeiner. Ach so, worüber wir auch vorhin gesprochen haben, Benny, es ging um Merchandising, deswegen kamen wir ja auch auf dein Bodypillow. Mhm. Süßigkeiten. Peppermint-Süßigkeiten. Finde ich super. Welche Süßigkeit wird es wohl sein? Bei dir. Hä? Oder was meinst du jetzt? Nein, ich dachte Peppermint. Ach so, Peppermint-Süßigkeiten. Ja, aber
Peppermint ist ja keine Süßigkeit. Doch außer du nimmst Peppermint-Schokolade. Stimmt, das ginge. Hm. Nein, es ging, glaube ich, eher, also wir hatten so über Merchandising generell gesprochen, was die Fans haben wollen. Ach so, ja. Süßigkeiten. Keine T-Shirts, keine Artbooks, völlig keine Wallscrolls, nein, Süßigkeiten. Alles nicht süß. Oder Bodypillows von Benny halt. Ich warte, ganz ehrlich, ich warte dann auf der... Monkey Ende. Betont nochmal, im Free-Cosplay möchte sie das Bodypillow von dir haben. Ich warte, also ganz ehrlich, ich warte dann darauf, dass ich auf der Animagic stehe, während neben mir irgendein japanischer Ehrengast steht und DVDs und Blu-rays unterschreibt oder was auch immer. Und ich stehe, und dann kommt einer an und streckt mir ein Bodypillow entgegen und möchte, dass ich das Bodypillow unterschreibe. Oh ja. Das machen wir, wenn nächstes Jahr, wer auch immer der Producer ist, den wir nächstes Jahr auf der Animagic zu Gast haben. Monkey, deine Mission ist es jetzt, mit Benny Bodypillow zum Signieren genau dann an den Stand zu kommen. Das wäre super. Hallo an Matthias. Hallo, welcome Matthias. To the madness. Ich habe irgendwas gedrückt und jetzt sind die Farben ganz komisch. Guck mal, wie bei mir vorhin. Ich musste einen Bosskampf im Rotmodus machen, was total gut war, weil der Boss-AOE-Schaden in Rot angezeigt wurde. Also es war Rot auf Rot. Sehr gut. Ja, aber das Komische ist, ich habe, also irgendwas muss ich, glaube ich, selber geändert haben, weil nämlich unten die Anzeigen sind noch normal. Ja, vielleicht bist du im Scope-Mode. Nee, gerade eben war das alles noch eher bläulich. Entscheide mal. Also ich bin dafür, dass wir jetzt diesen Container hochheben, in das Lagerhaus schmeißen und dann durch die Öffnung, die wir geschaffen haben, da reingehen. Guck mal, der macht sogar Fußabdrücke. Das ist ja total, das ist toll. Das war damals spektakulär, weil nämlich die Gegner dich ja anhand der Fußabdrücke dann verfolgen konnten und dich da an dessen auch gesehen haben. Was könnte ich denn gedrückt haben? Ich sehe die PlayStation 3 gleich, ja, explodieren. Dass ich plötzlich so komische Farben habe. Aber es stimmt schon, das ist ein Rotmodus. Vielleicht müssen wir gerade einmal das Kabel dann gleich neu einstecken. So. Super, so gut gemacht. Wie war das mit den Fußabdrücken? Monkey hat sagt übrigens, ja, sie kommt vorbei und bringt das Bodypillow zum Signieren. Sehr gut. Sehr gut. Habe ich eigentlich schon erwähnt, wie grandios ich den Soundtrack dieses Spiels finde? Das war der erste Soundtrack, den ich mir je gekauft habe für ein Spiel. Ich will nicht, ich höre nur Hubschrauber. Ja, aber gerade eben, wenn du den Alarm auslöst, ich habe so, dieses den Lied geliebt. Oh nein, das war keine gute Idee. Sesops fragt nach einer Serie mit dem Titel, der einfach viel zu lang ist. Und also der japanische Titel sagt mir überhaupt nichts. Mondaiji Taichiga Isekai Karaku Sudesyo. Ach so, das ist der Satz zu Ende. Habe ich nicht gesehen, außer es gibt vielleicht einen englischen Titel. Und ich kenne es unter dem englischen Titel. Da müsst ihr den englischen Titel posten. Dem Benny sagt die Serie, glaube ich, auch nichts. Wie war das mit dem Achievement, nur 8 Leute töten? Das ist heute nicht Ziel der Sache. Aber ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe ja bis jetzt auch noch keine Waffe. Stimmt, das war auch so ein Punkt, der mich damals genervt hat, dass ich überhaupt nichts hatte, um Quake-mäßig durch die Gegend zu rennen und die Gegner auszuschalten. Wo war Schießen? Da war Schießen. So, wir werfen mal eine Granate. Ich denke, du hast gar keine Waffe. Ja, das ist ja auch eine Elektro-Dingsy-Granate. Jetzt, Zellfix, leg dich nicht hin. Und jetzt haben wir Stun-Granaten. So. Was ist eigentlich die Geschichte des Spiels, Benny? Die Geschichte. Was müssen also wir jetzt hier eigentlich dieses tun? Dieses Spiels explizit. Also es geht darum... Ja. Dass wir wollen ja nicht spoilern. Also heute reden wir nur über Metal Gear Solid. Genau, also ohne zu spoilern, die grundsätzliche Geschichte jetzt erstmal vom Spiel ist, eine Gruppe Terroristen hat diese Entsorgungsanlage in Alaska besetzt, in der nukleare Waffen entsorgt werden. Zerstört werden sollen. Und hat gleichzeitig den Chef von DARPA entführt und den Chef von Armstech. Bei Armstech bin ich mir nicht sicher, ob es die wirklich gibt, aber DARPA gibt es tatsächlich.
Ja, also ihr könnt gerne mal googeln, so gesehen. Die Firma DARPA gibt es tatsächlich, gehört zum Verteidigungsministerium. So, wir haben gerade hier mal noch diese wunderschöne Kamera ausgeschaltet, dass wir hier reinkriechen können. Also irgendwas stimmt echt nicht mit den Farben. Das Gesicht ist so blau. Ja, ist jetzt blau, ist es rot, vielleicht ist es auch einfach unterkühlt. Ja. Das hier ist auch ultra spektakulär. Wir kriechen jetzt einfach hier in so Gängen rum. High-End-Grafik. Zeit für ein HD-Remake. Mhm. Genau, also DARPA gibt es wirklich. Und wer schon einmal Metal Gear 4 gespielt hat, da rennen ja so komische Viecher mit so Beinen rum. Schaut so ein bisschen aus wie eine Anime-Variante eines AT-STs. Und ja, das sieht alles sehr futuristisch aus. Und man muss mal ein bisschen googeln. Und auf YouTube findet man ein Video, wo die einen Prototypen vorgestellt haben, wo so ein Viech mit so Beinen, und das sind genau diese Beine, rumrennt. Und das ist, wenn man das Spiel gespielt hat und dann das sieht, das ist echt gruselig. Soll wie eine Art Hund sein. Und die stehen halt daneben und treten dagegen und schubsen das um auf Eis und so weiter. Und das Viech fällt halt einfach nicht um. Sondern das koordiniert sich mit diesen Gummibeinen wieder so aus und läuft weiter. Als ob Kojima in die Zukunft gereist wäre, oder? Ja, genau. Genau. Und jedenfalls wurden die beiden Chefs von diesen Waffenfirmen entführt und auf diese Insel, in dieses Entsorgungslager gebracht. Und die Terroristen drohen jetzt eben, dass sie eine Nuklearwaffe abfeuern auf die USA. Und eben Snake wurde jetzt ausgesandt, um diese Basis zu infiltrieren. Durch dunkle Tunnel genau, zu krabbeln. Genau, durch dunkle, mit Wasser gefüllte, grün, mit Wasser gefüllte Lüftungsschächte zu krabbeln. Und genau, und soll eben die beiden Chefs befreien und eben die verhindern, dass die Terroristen eben eine Nuklearwaffe zünden. Und das ist das Grundgerüst der Story. So, das ist jetzt der Einstieg quasi. Mhm. Und dass da eben viel, viel mehr dahinter steht. Und warte mal, das ist so dunkel. Links, oder? Nö, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, links war schon richtig. Oh Gott. Das sieht gut aus hier so. Geh mir mal so. Nee, also da geht's zurück ins Wasser, bin ich mir relativ sicher. Ja, da geht's runter. Sag ich ja, nee, weil am Ende ging's schon links. Da hinten. So? Dahinter und da ging's links, meine ich. Da ging hier. Tada. Ja, das ist das Grundgerüst der Story und man könnte, also ich kann da jetzt noch viel, viel mehr drüber erzählen, wie sich das denn entwickelt und wie das alles mit den ganzen anderen Metal Gear Teilen zu tun hat. Aber das wäre ein bisschen viel auf einmal und ich möchte auch nicht spoilern. So, dann schauen wir mal kurz hier. Was gibt's denn Neues? Winter fragt, was haltet ihr von Leuten, die Animes schlecht bewerten, nur weil ihnen die deutsche Synchro oder die Zeiten, wann der Anime kommt, beziehungsweise der Preis nicht gefallen? Ja, die tun mir fast ein bisschen leid. Also wenn man das zu seinem Lebensinhalt macht, es ist absolut verständlich, dass es einfach Dinge gibt, die einem nicht gefallen. Auch ich habe Dinge, die mir nicht gefallen. Ich denke, Benny hat Dinge, die ihm nicht gefallen. Durchaus. Aber, mir ist es zumindest so, mir ist meine Zeit viel zu schade, mich an den Dingen aufzuhängen. Also wenn ich was doof finde, dann ist das halt doof und dann ärgere ich mich vielleicht 2-3 Minuten drüber und dann beschäftige ich mich aber mit irgendwas, was ich geil finde und boah, es gibt halt immer Leute, die finden Dinge gut, die ich doof finde, dementsprechend wird es schon eine Existenzberechtigung dafür geben und wäre cool, wenn mehr Leute so die Einstellung hätten, aber ist halt leider nicht so und im Internet meckert sich's ja auch immer leichter als wie so von Angesicht zu Angesicht. Deswegen cool finden wir die natürlich nicht, aber man kann auch nichts wirklich gegen die machen. Exakt. Das ist immer so eine schöne Amazon-Logik. Man liest im Normalfall bei Amazon, egal was man kauft, man liest immer eher schlechte Bewertungen als positive, weil die Leute, die mit etwas zufrieden sind, die schreiben keine positive Wertung. Ja. Und wenn, dann sind es nur die, die eh haten wollen, die dann was schreiben.
Ist aber auch viel, also ist in vielen Message-Sports ja so, also wenn man sich, ich weiß nicht, bei Spiegel Online immer so die Kommentare durchliest, ja, also sind ja zu 95% immer nur die Volltrottel, die dann da richtig sich auskotzen. Und Leute, die halt vielleicht mit dem Artikel ja d'accord sind. Oh, ich muss ein bisschen rüberrutschen, ich sitze gar nicht im Bild, stelle ich fest. Leute, die mit dem Artikel d'accord sind, schreiben dann ja meistens nichts, außer es wird ihnen dann wirklich zu bunt mit den ganzen Leuten, die da so schmarrn kommentieren. So, dann haben wir hier als nächstes Matthias schreibt uns an auf die Thematik der der Animagic SAO-Schuber, die jetzt teuer bei eBay verkauft werden. Ja, natürlich, also sowohl die Amazon-Shops, die im Prinzip jetzt diesen Schuber für 100 Euro anbieten, als auch die eBay-Shops sind jetzt nicht so geil. Also das, weil das ja auch Abzocke ist. Ich meine, das Ding gab es für 10 Euro bei uns im Stand und die verlangen jetzt teilweise 300, 400 Euro dafür. Das ist echt nicht fair und wir können da nach wie vor nur sagen, also kauft euch das Ding nicht. Ja, also dann investiert lieber 300 Euro, dafür könnt ihr auch jetzt auf eine Convention fahren und das Ding bei uns am Stand kaufen und ihr habt noch ein geiles Wochenende auf der Convention. Und wahrscheinlich noch viel mehr für 300 Euro. Wollte ich gerade sagen. Man kann das nicht unterbinden, also selbst wenn wir draufschreiben würden, nicht zum Weiterverkauf bestimmt, umsetzen kann man das letztendlich nicht. Ja, also weil gerade bei eBay dann, das wäre auch viel zu aufwendig für uns dann da immer hinterher zu sein. Dementsprechend können wir euch nur raten, halt einfach diese Angebote nicht anzunehmen, dass die, die das machen, auch die Lust dran verlieren. Oh nein, ich will gar nicht mit ihm sprechen. Geh weg. So. So. Das war für damalige Verhältnisse eine unfassbar lange Story-Sequenz. Ich meine, sie ist noch immer relativ lang. Aber für damals, guck mal, der sieht aus, als wäre er aus Avatar. Ja, wenn du aber mal in den Stream gleich reinguckst, im Stream sind die Farben normal. Ja, da sind sie normal, das weiß ich. Bei uns auf dem Fernseher sehen sie aus, als wären sie aus Avatar. Alles ganz blau. Aber nachdem jetzt eine längere Story-Sequenz ist, tue ich einmal kurz das HDMI-Kabel. Gleich explodiert hier alles. Ich sehe es kommen. Das habe ich jetzt auch das Richtige? Da geht's schon los. HDMI-Out, ja. So. Erst will ich Informationen. Oh, viel besser. Hautfarbe. Viel besser. Atomrakete abschießen. Wovon sprechen Sie? Die Terroristen bedrohen das Weiße Haus. Sie sagen, wenn ihre Forderungen nicht erfüllt werden, lancieren sie eine Atomwaffe. Oh, lancieren. Ist das möglich? Möglich. Sie können eine Atomwaffe schießen. Wie wollen Sie sie abschießen? Ich dachte, hier gäbe es nur demontiertes... Übrigens, diese Dame, die man da gerade gesehen hat, das ist, Meryl. Und das war für damalige Verhältnisse auch spektakulär, denn Meryl konnte im Spiel sterben. Und das war damals das einzige Spiel außer Final Fantasy VII, in dem einer der Hauptcharaktere stirbt oder sterben kann. Jetzt hast du Final Fantasy VII gespoilert. Ich habe ja nicht gesagt, wer in Final Fantasy VII stirbt. Ja. Und hier ist ja das Entscheidende, hier kann sie sterben. Ja, ich sage nicht wie, wo, was, warum, aber hier kann sie prinzipiell sterben. Guck mal, das ist eine James Cameron Production. Sieht das aus wie so ein Fliegeschiff aus einem James Cameron Film. Das ist jetzt übrigens tatsächlich das namensgebende Ding, das ist nämlich der Metal Gear. Und in dem Fall, die haben alle andere Namen und im ersten Teil war es eben Metal Gear Rex. Metal Gear Rex. Das ist der Gegner vom T-Rex im nächsten Jurassic World. Oh, das wäre episch gut. Das ist fast so wie... Kojima hat ja keinen Bock mehr auf Spiele, also ja, genau, steigen wir jetzt bei Jurassic World ein. Ich glaube, nachdem er jetzt auch seinen Partner in Crime, Guillermo del Toro,
ja auch ausgestiegen ist und gesagt hat, er will nie wieder in seinem Leben irgendwas mit Computerspielen zu tun haben, schließen die sich vielleicht jetzt als Gegenpool zusammen und machen jetzt zusammen Filme. Das könnte fancy werden. Ich finde, was die zwei machen sollten, also was mit Sicherheit grandios gut wäre, wobei es halt dann trotzdem so ein bisschen Spiel wäre, aber wäre halt sowas eben wie Beyond Two Souls oder wie Life is Strange. Ja. Also so ein wirklich so ein Story-Spiel, wo du dich halt cineastisch austoben kannst. Also wenn Guillermo del Toro das zusammen mit Hideo Kojima machen würde, das wäre, glaube ich, episch gut. Ja. Ich weiß nicht, wenn die Leute mal den PT gespielt haben auf der PlayStation 4, als es ihm noch im Netz gab, also den Personal Trailer hieß er ja, glaube ich. Das ist ja der Silent Hills. Der Silent Hills Trailer. Wenn der Silent Hills Trailer war, das war ja auch eine Kooperation zwischen Guillermo del Toro und Hideo Kojima. Und das ist überragend gewesen. Wirklich, wirklich überragend. Deswegen tut es mir da auch in der Seele weh, dass jetzt beide sich da so gesehen komplett rauskatapultiert wurden von Konami. Wir müssen einfach hoffen, dass so in 5 Jahren kommt irgendwie das Ultra-Overkill-Projekt, was einfach die Videospiellandschaft revolutionieren wird. Oder vielleicht ein Crossover aus Movie und Spiel. Und dann werden wir zurückdenken an diesen Tag und werden froh sein, dass das so auseinandergegangen ist, weil die zwei dann die Zeit hatten, um dieses Ultra-Projekt zu stemmen. Das stimmt. Hoffen wir es einfach mal. Wie gesagt, ich bin ja auch echt gespannt, was Kojima jetzt macht. Also ob der jetzt eine eigene Firma gründet oder irgendwo anders jetzt mit einsteigt oder ob der komplett Game Design an den Nagel hängt und zum Beispiel eben Filme macht, weil muss man ja auch ganz ehrlich sagen, er hat ja in vielen Interviews gesagt, dass das, was er gern mal machen würde, was nicht videospielbezogen ist, er wird gern mal einen Film machen. Und das kommt jetzt bei dem alten Spiel noch nicht so gut raus. Aber wenn man eben Metal Gear 4 gespielt hat oder... Das Gesicht ist voll gruselig, das könnte aus PT sein. Guck mal, sieht doch aus, als wäre er von einem Dämon besessen. Ja. Die erinnert mich von dem, wie damals diese Viecher, die bei Buffy immer rumgelaufen sind. Ja, die genau. Auch mal diese komische Stirn, ja. Und diese Nase. Das ist ein Buffy-Cameo in Metal Gear Solid. Aber da gab es Buffy noch gar nicht, als das Spiel rauskam. Echt? Gab es Buffy noch nicht Ende der 90er? Ey, Buffy kam raus. Ja, wobei vielleicht doch. Weiß ich gar nicht. Buffy erste Staffel kann vielleicht doch noch 98, 99 sein oder so. Ja, gut, dann war es aber trotzdem danach. Kojima könnte sich natürlich auch mit dem Bioshock-Macher zusammenschließen, der ja auch keinen Bock mehr auf so großes Zeug hat. Das wäre auch eine coole Kombo. Und dann noch Guillermo del Toro dazu. Genau, und dann noch der Bioshock-Macher mit Kojima und del Toro. Holy shit. Ich wollte gerade sagen, das Spiel kostet 20 Milliarden Euro. Und dann packen sie noch George Lucas als Creative Advisor aus, der hat ja auch nichts mehr zu tun. Dann hüpfen plötzlich so kleine Ewoks rum und der Jar Jar rennt durchs Bild. Miese Jar Jar Bingse. Ach, das wird super. So, dann schauen wir mal kurz, was geht denn hier ab. Winter fragt hier nochmal Thema Weiterverkauf. Nee, Edgy ist gerade out. Es geht gerade hier um Amazon. Limitierung von Verkäufen. Ja, habt ihr schon richtig erkannt dann auch in der Folge. Also erstens können wir Amazon keine Limitierungen aufzwingen, ja, weil der Handel hat Hoheit über seine Produkte und auch die Preishoheit. Also wenn die 20 Millionen an eine Person verkaufen wollen, dann dürfen sie das auch. Andererseits, ja, ist halt auch so, dass ja, du sagst, es gibt halt einen pro Person und dann werden halt 10 Accounts gemacht, weil die kannst du ja eh nicht checken. Also das wäre auch keine Lösung dafür. Dann hat Sesops gefragt, warum wir die neuen Boxen nicht nummeriert haben. Das liegt einfach daran, dass bei dieser kleinen Stückzahl, die wir gemacht haben, also das ist so ein Gesetz im Prinzip der Produktion, ne? Je mehr du produzierst, desto billiger wird im Prinzip ein einzelnes Stück davon. Also als Beispiel, wir produzieren 10 und dann kostet 1 1 Euro, also zahlen wir 10 Euro. So, und sagen wir jetzt aber, wir produzieren 100, dann sagt der, wo wir es produzieren, oh ja, dann können wir hier, ja, also
gehen die Materialkosten im Prinzip runter, weil du kriegst dann Mengenrabatt und du lastest die Maschine länger aus und so weiter und dann zahlst du plötzlich pro Box, sagen wir mal, nur noch 50 Cent und dementsprechend zahlst du dann für 100 Stück nur 50 Euro und für 10 Stück aber 10 Euro, wenn ihr mir folgen könnt. Dementsprechend ist das jetzt so gewesen bei diesen Boxen, dadurch, dass wir nur 500 gemacht haben, gegenüber den 4000, die wir ja vom normalen Volume hatten, da sind einfach die Produktionskosten so krass nach oben gegangen. Damit wir das noch irgendwie sinnvoll verkaufen konnten, mussten wir halt schauen, wo wir vielleicht noch ein bisschen was sparen können in der Produktion und haben deswegen gesagt, wir verzichten auf diese Nummerierung, die ist nämlich echt nicht billig, damit wir euch das für 10 Euro anbieten können, weil dann der nächste Schritt 15 Euro gewesen wäre und irgendwie hatten wir einfach so vom Gefühl her den Eindruck, dass 10 Euro ein guter Preis für so eine Box sind und wollten diesen Preis dann eben auch für euch halten, damit es nicht zu teuer wird, sich diese Box noch ins Haus zu holen. Sie haben den Chef umgebracht. Sie Mistkerl. Das ist doch eine bekanntere Synchronsprecherin, würde ich jetzt fast sagen. Nein, sie sind's nicht. Keine Bewegung. Also zumindest sagt mir der ist von der Stimme her. Weiß ich nicht. Zielst du zum ersten Mal auf einen Menschen? Meine Hände zittern. Schieß doch, Grünschnabel. Playable Teaser war übrigens die Abkürzung von PT. Playable, Personal Teaser. Playable Teaser, genau. In den Augen. Wenn das keine Grünschnabelaugen sind. Du hast doch noch nie einen Menschen erschossen, nicht wahr? Sie reden zu viel. Du hast noch nicht mal die Waffe entsichert. Ich bin kein Grünschnabel. Du gehörst nicht zu denen, oder? Öffnen Sie die Tür. Spannung. Sie haben noch eine Karte. Oh. Damit wir hier rauskommen. Sieht nach einer kleinen Verspätung aus. Was machst du? Nicht denken, schießen! Sehr fix, schieß halt. Klingt ein bisschen wie Iris. In Jung. Stimmt, wie die Assenzahl. Ja. Klingt wie Saber. Was liegt denn da bitte Perverses am Boden? Jetzt kommst du gerade erst. Was ist das für ein Porno? Ich sag doch, edgy. Hallo, nicht hinschauen. Kinder, schaut weg bitte. Fanservice für Metal Gear Fans. Wie alt ist denn die Iris? Könnte das passen? Ja, aber ich weiß nicht, sie hat es, glaube ich, im Panel letztens gesagt. Aber ich bin mir nicht sicher. Iris Hassenzahl Synchro. Unser bester Freund Google. Aber Spiele stehen da ja eh nicht drin. Aber es musste eigentlich noch angezeigt werden, weil es ist schon beim ersten Metal Gear mal so gewesen, dass wenn ein neuer Charakter vorgestellt wird, dass dann immer eingeblendet wird. Aber das wäre jetzt auch eine größere Rolle gewesen, oder? Weil ja, im Vorspann stand sie ja nicht drin. Ist eine von den Hauptrollen. Moment. Wie heißt der Charakter? Meryl. Mit Y. Meryl. Oh, das ist ja echt schon fast edgy. Voll die Nahaufnahme auf ihren Hintern, wenn sie weg ist. Ja, oh, guck mal, es gibt Meryl Metal Gear Underwear, kann ich googeln. Sehr gut. Metal Gear Solid. Deutsch. Jetzt erfahren wir den Sprengcode nie. Boss, ich hab da eine Idee. Aber das ist die alte Meryl. Das ist die aus Metal Gear 4. Ja, das ist aber sie hier in 4. Aber sie hier steht sie auch in Metal Gear 1 drin. Aber ich glaube, hier stehen keine Sprecher dabei. Verdammt. Da gibt es nur Sprecher Englisch, Sprecher Japanisch. Braves Mädchen, genauso. Das war so ein cooler Boss. Sind wir schon bei einem Bosskampf? Wird jetzt aufregend? Ja, gleich. Sind wir, glaube ich, bei einem.
Aber den man gerade in der Sequenz gesehen hat, das war Psycho Mantis. Naomi, das ist auch wiederum für damalige Verhältnisse war das revolutionär, dieser Bosskampf. Und dazu gibt es sogar eine nette Anekdote. Und zwar, wenn man den Kampf gegen wenn man in den Kampf gegen Psycho Mantis startet, er ist ja so gesehen, soll er Gedanken lesen können. Und um das zu verdeutlichen, hat in der Begrüßungssequenz, wo er so gesehen mit einem spricht, hat Psycho Mantis einem dann plötzlich gesagt, was man alles in letzter Zeit auf der PlayStation gespielt hat. Weil er halt die Speicherkarte ausgelesen hat und geguckt hat, was für Spielstände drauf sind. Und das war im ersten Moment schon ein bisschen gruselig, als er dann irgendwie sagte, ja, ich habe gesehen, du hast viel Final Fantasy gespielt und was auch immer. Und ich so, okay. Zum einen das und zum anderen war eben der Trick an der Sache, dass er so gesehen die Gedanken lesen kann und dementsprechend vorhersehen kann, was man als nächstes macht. Und dementsprechend ist er die ganze Zeit vor einem weggeflogen und ist immer den Schlägen ausgewichen. Und der Trick an der Sache war, das ging dann irgendwie eine Minute oder so und dann hat man einen Anruf bekommen, in dem einem gesagt worden ist, ja, verwende einen anderen Controller-Slot. Also sprich, man hat den Controller aus dem 1er-Slot rausgesteckt und in den 2er-Slot von der PlayStation reingesteckt und dann konnte er plötzlich die Gedanken nicht mehr vorhersagen und dann konnte man ihn ganz normal vermöbeln. Und die Anekdote an der Sache ist, dass ich damals so begeistert von der Demo von Metal Gear war, dass ich dann unbedingt eine PlayStation 1 haben wollte und nachdem ich aber nicht genügend Geld hatte, um mir eine PlayStation 1 normal zu kaufen, habe ich von einem Bekannten von mir seine PlayStation 1 abgekauft. Die war leider ein bisschen kaputt. Und zwar funktionierte der zweite Controller-Port nicht. Das ist doof. Genau, was man aber damals nicht wusste, dass der für das Spiel nötig war. Sprich, ich bin bei dem Bosskampf gestanden und konnte nichts machen quasi. Und dann nach stundenlangem Rumprobieren habe ich tatsächlich ein Muster in den Bewegungen vom Psycho Mantis erkannt. Und es gab immer ein minimal kleines Fenster, in dem man ihn tatsächlich einmal schlagen konnte. Und nachdem ich dieses Timing raus hatte, habe ich dann pro Bosskampf immer, was zur Hölle machst du da? Ich versuche rauszufinden, wer die Sprecher sind. Ich habe geklickt auf Synchronsprecher-Spieleforum.de und dann ging diese halbnackte Frau auf. Genau. So, gucken wir mal. Britta Gardner. Britta Gardner. Britta Gardner. Wir sind ja hier Vollprofis und jetzt finden wir raus, wen Britta Gardner sonst so gesprochen hat. Und Benny ist tot. Und ich habe keine Ahnung. Ja, weil du nicht aufgepasst hast. Ja, und mir ist auch gar nicht bewusst, dass man da sterben konnte. Also, ich meine, das du kannst ist jetzt, sterben in diesem Spiel. Das ist jetzt auch schon gefühlte 10 Jahre her, aber. Hoppala. Oder noch viel, viel länger wahrscheinlich. Aber mir ist nicht bewusst, dass man. Die gibt es gar nicht. Guck mal, ist total gut. Wahrscheinlich lebt die schon lange nicht mehr. Britta Gardner. Munition, nochmal Munition. Nein, Gardner. Das Schlimme ist, guck mal, ist eine deutsche Schauspielerin. Echt? Aus München. Aus München sogar. Jawohl. Ja, die ist gar nicht so alt. Die ist. Das solltest du ja nicht ins Gesicht sagen. Die ist Jahrgang 66, du. Guck mal, die hat gespielt in Backbeat, Mr. Lonely. Das sind jetzt keine großen. Was haben wir denn hier? Voices Pro. Lass mal gucken hier. Die Britta Gardner. Ambulon wohnt mittlerweile in London. London. Halt. London. Und, achso, gibt es hier keine Referenz für. Schade. Harry Potter, Narrator Audiobook. Ah. Dann schauen wir doch mal vielleicht hier. Verdammt. Oh Gott, nein. Ich guck mal einer an. Also die hat wahrscheinlich. Oh, Doctor Who. Guck mal einer an.
sie hat in Doctor Who mitgespielt. Echt? Ja. Jetzt gehen wir mal zur Internet Movie Database. Das sind Dinge, da kann der Basti total drin versumpfen. Ja. Schauspieler Connections, wer hat wie wo was gesprochen? So, nein, ich will nicht. Oh Mann. Also ich sehe schon, das wird hier nix. Also gehen wir doch mal zur Internet Movie Database. So, also. Britta Gardner hat gespielt in kennt man alles nicht, Mr. Lonely, Doctor Who, Death Comes to Time. Guck mal an, Salla hat sie gespielt. Marienhof. Was? Dr. Caroline Berger hat sie gespielt. Ja, Wahnsinn. Und sie ist Jungfrau. Aha, aha, aha. Also Sternzeichen Jungfrau. Ich wollte gerade sagen. Das ist eine Information, die bekommt man zum Glück nicht bei der Internet Movie Database. Aber es ist schade, dass man im Prinzip nicht rausfinden kann, das was sie sonst so gesprochen hat. Sie hat auch leider keine Homepage. Aber auf jeden Fall haben wir festgestellt, dass es nicht Iris Hassenzahl ist. Hätte mich auch gewundert, weil ich glaube, die Iris ist echt nicht so alt. Hihi. Das war schon episch hier. So. Geil, ihre Voice-Agentur hat als Adresse 140 Buckingham Palace Road. Achso, das Road gehört noch dazu. Ich habe nämlich nur bestimmt kein schlechtes Pflaster. Ich habe nämlich nur 140 Buckingham Palace gelesen. Dachte, was ist das für eine unrealistische Adresse für eine Agentur? Na gut, kommen wir zurück zu wichtigen Themen. Im Chat geht ja vielleicht doch irgendwie noch ein anderes Thema. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich komme nicht mehr hinterher. So, gucken wir mal. Winter fragt, kann man rechtlich nicht gegen solche Leute vorgehen? Ja, wie gesagt, also ich bin da jetzt auch kein Experte. Im Prinzip weiß ich nicht. Also wenn, hätten wir dann sagen müssen, nicht zum Weiterverkauf bestimmt. Das hätten wir vielleicht tun sollen. Und dann ist aber auch immer noch die Frage, ob man dann wirklich eine Handhabe gegen die Leute hat. Zurückkommend jetzt zu den Boxen übrigens, falls ihr euch wundert, wo der Sprung von Britta Gardner zurück zu SAO ist. Müssen wir mal schauen. Also wir sind uns des Themas bewusst und natürlich auch, dass das für einige Fans frustrierend ist. Wenn wir sowas wieder machen, werden wir uns mal damit beschäftigen können, aber natürlich nicht versprechen, dass es da wirklich eine Handhabe gegen gibt. Da müssen wir auch erstmal das deutsche Recht ein bisschen studieren. Oh Gott, lass den Lift schneller kommen. Verdammt. Sesops fragt, ob man bei uns Schuber auch direkt bestellen kann. Leider, leider nein. Können wir nicht machen, dürfen wir auch nicht von Aniplex aus. Also die sind jetzt wirklich nur für Conventions gedacht. Ich sage jetzt mal, also ich möchte nicht ausschließen, dass wenn wir nach der Konichi, sollten wir noch welche übrig haben, wonach es momentan nicht aussieht, bevor jetzt da die Hoffnung durch die Decke geht. Also bevor wir die Dinger verbrennen, werden wir mit Sicherheit noch einen anderen Weg finden, die an den Mann zu bringen. Weil ich glaube, da wäre ja hier die Hölle los, wenn wir sagen, ja, wir haben jetzt noch 30 Stück übrig, die verbrennen wir jetzt. Also wenn da welche übrig bleiben, dann werden wir Aniplex fragen, inwieweit wir die noch anderweitig an den Mann bringen dürfen. Aber bis nach der Konichi definitiv erstmal nicht, weil wir, wie gesagt, die Auflage haben, dass wir die nur auf Conventions verkaufen dürfen. Da war ich schon. So, Jakob Fisch fragt, Basti, wird's die Animes mit Sammelschuber von SAO zum Beispiel noch auf Messen geben? So könnte man auch den Markt auf Amazon, eBay drücken, indem man immer wieder mit Nachschub sorgt. Ja, das ist ja auch nicht Sinn und Zweck. So, also, ist ein bisschen ein zweischneidiges Schwert jetzt, ja, weil es gibt natürlich auch Leute, die sagen, ja, das ist ja scheiße, wenn ich jetzt hier so ein Limited-Ding, die das auch als Investition sehen, ja,
die vielleicht ihren Ruhestand dann mit SAO-Boxen irgendwie bezahlen wollen. Man muss es schon sagen, also wenn wir eine Limited Edition machen, ja, dann ist das Limited ja nicht unbegründet. Also wir sagen, es gibt 4000 Stück, die gehen in den Verkauf. Und wenn sie weg sind, sind sie weg. Wenn man sagt, wir verkaufen hier mal 100, da mal 20, da mal 30, das macht eigentlich wenig Sinn. Man muss schon vorneweg ganz klar sagen, wann es die Vivo gibt. Und das ist am einfachsten, wenn man eben sagt, okay, jetzt bei einem regulären Release, da gibt es 4000 Stück, die werden eingelistet, die kann man bei unserem Vertrieb bestellen. Da kann auch der Mediamarkt, wenn er will, versuchen, 400 zu bestellen. Und dann muss man halt gucken, ob er die 400 kriegt oder ob man sagt, ja, nee, gibt da nur 200 für dich, weil da müssen noch 200 andere zu Amazon oder so. Das aber nur so häppchenweise rauszuschicken, da macht ja auch kein Mediamarkt mit oder so. Ja, also so Sonderwürste, dafür ist Sword Art Online ist leider nicht Batman. Also wenn wir vielleicht Batman hätten oder den Herr der Ringe, Batman, dann würden die sich auf solche Spiele rein einlassen. Aber bei Anime muss man froh sein, wenn der Mediamarkt sich das überhaupt reinstellt. Dementsprechend können wir da nicht mit solchen Extra-Würstchen ankommen. Wo hier überall Munition rumliegt. So, dann fragt Sesops, wird man bei euch mal Spezialanfertigungen bestellen, wenn neue Projekte kommen? Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Was für Spezialanfertigungen, Sesops? Waffen. Sprengstoff. Kurumu sagt, wäre es möglich, ein Charlotte-Poster zu bekommen? Ja, wenn du auf der Any Night oder Konichi zu uns an den Schießstand kommst, da kannst du dir ein Charlotte-Poster erschießen, wenn du möchtest. Ich habe echt gerade ein Problem. Basti, die lahme Ente. Hallo, ich musste wichtig im Internet recherchieren, ja, deswegen bin das ich hier. Das wollte ich gerade sagen. Das ist Trivia-Information, die wir benötigen. Eben. Oh. Wir hätten heute nicht schlafen können, wenn wir nicht rausgefunden hätten, wer Meryl gesprochen hat. Eben. Denn das war bis jetzt die einzige, die sich nicht völlig falsch anfühlt. Ich habe gerade das viel größere Problem, dass es echt zu lange her ist. Bis hierhin wusste ich gerade noch so richtig auswendig, was ich machen muss, aber jetzt bin ich gerade echt so ein bisschen... Bisschen planlos. Ja. Sollen wir mal kurz in die Pause gehen? Haben wir schon eine Stunde rum? Ja. Sehr gut. Sollen wir mal kurz... Aber jetzt, glaube ich, musst du dich erstmal wieder töten lassen. Wer schießt denn da? Jemand mit einer Waffe, würde ich sagen. Ich habe doch gerade alles umgemietet, was in meinem Weg war. So, wir verstecken uns mal hier unterm Panzer. Ja? Meinst du, das hilft? Ja, siehst du. Na gut. Meinst du, du überlebst es auch, wenn wir jetzt in Pause gehen? Ja. Riskieren wir es? Okay. Riskieren wir. Wir gehen in Pause, sind dann gleich zurück zur letzten Stunde Peppermint Gaming hier am Dienstag mit Benny unterm Panzer versus Menschen, die auf ihn schießen. Kurze Pause, wir sind gleich wieder da. So. Ta-ta-da, ta-ta-ta-ta, wir sind wieder da. Herzlich willkommen zur vierten Stunde Peppermint Gaming am Dienstagabend mit dem fabulösen Dakimakura, heißt so glaube ich so, auf jeden Fall mit unserem Kissenboy Benny. Ab sofort ist er unser Kissenboy. Persönliches Kissen für Monkey. Und mir, dem Basti, Servus, hallo. Und ja, während Benny hier jetzt weiter rennt, kurz die Frage, die wir hatten hier. Monkey hat gefragt, ob wir gebürtige Münchner sind und das müssen wir dezent verneinen. Wir kommen aus dem schönen Baden-Württemberg. Nicht so detailliert. Ja, wir kommen aus dem schönen Deutschland, Europa. Nein, Milchstraße. Welt. Universum. Freiburg. Freiburg im Breisgau. Ja, da kommen aber wir da her. Redet man nicht so. Da redet man nicht so, ich weiß, aber ich habe nie Schwäbisch gelernt oder Badisch. Redet man ich kann mich immer nicht entscheiden. Da redet man noch kein Schwäbisch, oder? Ja, weiß nicht. Also ein Teil unserer Nachbarn, du warst noch zu jung, du hast das wahrscheinlich nicht mitbekommen, aber ein Teil unserer Nachbarn hat jetzt halt Badisch gespoilert. Jetzt hast du ultra gespoilert. Was? Jetzt hast du ultra gespoilert. Wie? Unsere Nachbarn. Ein Teil unserer Nachbarn? Hä? Verstehe ich nicht. Ja, vielleicht kommt. Hoffentlich kommen die Leute nicht von alleine drauf. Wieso? Wo wir herkommen? Nein, anderes. Was ganz anderes. Was mache ich eigentlich? Ich will die Wand hier weg. Ich bin jetzt verwirrt. Ich weiß nicht, was der Benni von will. Auf jeden Fall, ein Teil unserer Nachbarn hat Schwäbisch gesprochen und ein Teil unserer Nachbarn hat Badisch gesprochen. Und ich weiß echt nicht, was der Benni will. Dementsprechend sind wir relativ dialektfrei, hochdeutsch erzogen, wohnen aber schon viele tausend Jahre mittlerweile hier in München und sprechen zwar kein Bayerisch, also außer wenn der Basti immer meint, er muss Bayerisch sprechen, was aber eigentlich eine Schande für alle Bayern ist.
Ja, eines Tages werde ich auch noch auf offener Straße dafür erschossen, glaube ich. Vor allen Dingen hier. Du, geh, pass auf. Patz! Ja, Ohrkotzel-Express. Im Märchenwald Wolferer 1000. So bin ich überhaupt wieder an. Vielleicht rede ich auch und mich hört gar keiner. Sollte ich vielleicht erstmal checken. Bevor sie gleich wieder alle schreien. Doch, ich bin an. Hervorragend. Ja. So viel dazu. Steins Gate, FSK-Prüfung? Nein. Nein. Haben wir noch nicht bei der FSK, aber demnächst dann. So, Sesops, wir gehen nochmal drauf ein. Spezialanfertigung im Sinne von speziellen Bundles mit zusätzlicher CD, der Intro-Sängerin, Autogramm von Synchronsprechern und so weiter. Ja, also wenn du dafür 450 Euro zahlst, dann machen wir das gerne. Also das Grundproblem ist, so wie ich vorhin schon mal erklärt habe, ja, das ist nur eine Frage der Stückzahlen. Wir bewegen uns im Anime-Bereich in so kleinen Stückzahlen, dass so Sonderanfertigungen auch immer sauteuer sind. Und wir ja im Prinzip auch schon beobachtet haben jetzt die letzten 12 bis 16 Monate, wie die Fans im Internet halt auf die Preisgestaltung bei den Produkten reagieren. Und wir denken halt, dass es sehr, sehr schwierig ist. Selbst wenn man jetzt sagt, okay, wir packen da noch ein Autogramm mit rein oder eine zusätzliche CD, dass da das Publikum für groß genug ist, die dann auch wirklich so einen hohen Preis bezahlen, weil dann reden wir halt wirklich nicht über halt eine Limited Edition für 50, 60 Euro, sondern dann bewegen wir uns ganz schnell auf die 100 Euro zu oder über 100 Euro. Und dafür gibt es, glaube ich, nur ein sehr, sehr eingeschränktes Publikum. Deswegen ist schwierig. Also vielleicht wird Anime ja nochmal so groß die nächsten Jahre, dass man sowas wagen kann und dass man es dann auch zum vernünftigen Preis anbieten kann. Aber aktuell ist echt so, gerade auch mit der Menge an Titeln, die jetzt den Anime-Markt die nächsten 16 bis 18 Monate fluten wird. Ja, die Mitbewerber von uns haben ja auch fleißig Sachen lizenziert. Da muss man wirklich ein bisschen gucken, was man gewinnbringend rausbringt, weil ihr habt ja auch nichts davon, wenn wir jetzt eine Super Collectors Edition für irgendeinen Titel dahinstellen und drei Monate später sind wir pleite. Weil, ja, es ist zwar der Traum aller 33 Fans, die das gekauft haben, aber in der Produktion war es halt so teuer, dass wir den Laden zumachen müssen. So haben wir es jetzt dann hiermit durchsprengen. So, Jakob Fisch sagt hier, kennst du dich mit League of Legends aus? Habe ich schon mal gespielt. Heimerdinger habe ich immer gespielt. Heißt der nicht Heimerdinger? Heimerdinger kann ich. Ich glaube, der heißt Heimerdinger. Wie auch immer, der lustige Typ mit seinen Raketentürmchen. Und du warst echt voll gut am Ende. Das muss man dazu sagen. Ja, voll gut. Für meine Verhältnisse in so einem Spiel war ich gut, aber... Hey, du hast dann irgendwann sogar... Ja, stimmt, ich konnte die Lanes teilweise auch alleine spielen. Genau, du hast ja mal Top-Lane gespielt und dann ordentlich gecarried und das war super. Da konnte man immer die Inkompetenz der anderen Teammitglieder ausgleichen. Also im Prinzip hätten wir zu zweit... Nee, wir hätten noch einen für die Bottom gebraucht. Benny hat nämlich immer die Center-Lane gerockt. Ja, ich hab die Top-Lane gerockt und dann haben wir irgendwie... Die anderen drei Teammitglieder haben immer Bottom gespielt und versagt da unten. Ich habe immer... mitgespielt. Und wen habe ich immer gespielt? Die Nudel mit dem Gewehr. Wie hieß sie noch? Oh, frag mich nicht. Wolf Kehler, Revolver Ocelot. Uhuhuhu. Der könnte aus dem neuen Tarantino-Streifen sein. Trailer gesehen zu Hateful Eight? Nein, noch immer nicht. Nachholen. Nachholen, du musst. Caitlin hast du gespielt, ja. Und dann habe ich mir später als zweiten Charakter... der wie Stitch aussieht und die Bomben schmeißt, den fand ich auch super. Und auch grandios, ich weiß nicht mehr, das war der Fischtypi, wo immer als Ulti kam, immer unten der Haikopf dann raus und hat die Leute. Ja, also League of Legends. Wir sind übrigens im ersten Bosskampf. Gegen Ocelot? Ja, gegen Revolver Ocelot. Der hier noch ein Nebencharakter war, so gesehen, denn es war auch der erste Boss, der unnötigste. Oh, guck mal, pallen die Kugeln ab sogar. Ist ja geil. Aber ich glaube, Ocelot ist eigentlich nur ein Cover für Spider-Man, weil guck mal, da ist doch hier der ein bisschen gespiderwebbt in der Mitte. Aber man muss dazu sagen, dass Ocelot der
später der wichtigste Charakter oder der konstante Charakter durch alle Teile ist. Komm, schieß nochmal. Was ist er denn jetzt? Wolltest du das nicht regeln? Der Winter und der Jakob fischt loben gerade unsere Sprecherinnen hier, Saber und Rin. Auf der Animagic kamen die auch sehr gut an. Ja, die Jennifer Weiss, die Rin Tosaka spricht, und die Iris Hassenzahl, die Saber spricht, sind zwei ganz, ganz liebe, ganz, ganz lustige. Mit denen arbeiten wir unglaublich gerne zusammen. Ein Gruß an die Jenny, die gerade Heimaturlaub macht. Ein Gruß an die Iris, Jenny, die mit Sicherheit gerade wieder auf der Bühne steht und sich nackig macht. Running Gag. Als ich Iris das erste Mal kennengelernt habe, zu ihrer allerersten Saber-Aufnahme für uns, saß sie ganz stolz nämlich am Mittagstisch dann und erzählte, ja, sie hatte den Ruf weg in der Theaterszene. Wenn ein Regisseur jemand braucht, der sich auf der Bühne nackig macht, dann ruft er als erstes die Iris an. Und seitdem, seitdem muss ich das jedes Mal vorhalten, wenn ich über sie rede, mit ihr rede. Aber keine Sorge, das werden wir auf den Conventions natürlich nicht machen. Ja, da bleibt alles jugendfrei. Danke, danke Sesops für das Lob, für das Panel. Natürlich werden wir nächstes Jahr auf der Animagic auch wieder mit ganz vielen Events am Start sein. Mit Sicherheit auch mit unserem Panel am Samstag. Und wenn es euch gefallen hat, machen wir auch am Freitag wieder unser intimes Synchronsprecher-Panel im kleineren Rahmen. Mit unserem Gaming werden wir mit Sicherheit auch wieder vor Ort sein und den Animagic Cup 2016 ausspielen. Ja, Hengar Gengar muss ja seinen Titel verteidigen. Der ist jetzt gerade beim Pokalpolieren bestimmt. Jetzt weiß ich, was du gemeint hast vorhin, glaube ich. Ja, die Community ist nicht doof, glaube ich. Verdammt. Also die erste Tendenz geht so, ich bin dein Großvater. Darüber... Meinst du, das schädigt jetzt unseren Ruf? Ja, bestimmt. Also, ach, jetzt... Das enttäuscht jetzt viele Leute, glaube ich. Also. Was geht denn da schon wieder ab? Ist das die Nackte von vorhin? Nein, das ist der Typ, der da so leidet. Also, im Spider-Man-Web. Ups. Ich sollte vielleicht nicht auf die Geisel schießen. Welcher Film war das? Schieß auf die Geisel. Lethal Weapon? Nein. Stirb langsam? Nein. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall was Abgefahrenes. Schieß auf die Geil, verdammt. Oder war es Bad Boys? Bad Boys 1, 2? Das könnte auch sein. Ja, Kurumu hat erkannt, Basti steht auf Pinkie Pie. Ich weiß, es ist immer total toll, wenn die Jenny auf Panels ist, sie muss immer Pinkie Pie machen. Das hat sie auch damals gemacht in unserem ersten Interview. Damals, vor 8 Monaten. Wollte ich gerade sagen, damals, als die Welt noch schwarz-weiß war. Da hat sie auch und gesagt. Und die Milch noch mit dem Pferdekarren gebracht. Das war total toll. Also das Video muss ich eigentlich auch mal bei YouTube hochladen. Ich glaube, das hatten wir damals gar nicht bei YouTube.
wo ich Jenny das erste Mal kurz interviewt habe und sie dann gefragt habe, wie schwierig es ist, zwischen den Charakteren zu wechseln, und sie dann im Interview ganz spontan von Xenon zu Pinkie Pie gewechselt hat. Das fand ich so toll, dass ich jetzt jedes Mal, wenn ich die Jenny irgendwo in einem Panel habe, dann muss ich sie bitten, Pinkie Pie zu machen. Ich glaube, sie hasst mich zwar dafür, aber es gibt Schlimmeres. Ja, aber es ist so toll. Oh, Schwärm, Schwärm, Schwärm. So, was haben wir hier? Genau, das Fluchen-Video von Saber. Ja, das ist auch gut. Gibt's auch bei YouTube zu sehen, da gibt's ein kleines Video aus den Fates Day Night Aufnahmen, weil Iris auch total lustig bei den Aufnahmen ist. So. Hast du ihn gelegt? Applaus für Benny. Ocelot gelegt, auch wenn er immer noch da steht und redet, aber egal, er muss ja auch weiter vorkommen. Ich wollte gerade sagen. Aber ich fange erst richtig an. Da war die Hand weg. Wie in Star Wars. I love delicious Cosplay. Meldet sich mal ab. Einen wunderschönen Abend. Wir haben uns gefreut, dass du da warst. Hoffen, du kommst wieder. Morgen 18 Uhr Hangout hier bei Twitch. Am Donnerstag 18 bis 19 Uhr Life is Strange mit mir. Und ansonsten nächste Woche Dienstag wieder Sword Art Online Re-Hollow Fragment von 6 bis um 8 und dann von um 8 bis um 10, was auch immer der Benny spielen will. Genau. Da steht noch zur Diskussion. Hat eigentlich die Community nochmal irgendein Spiel vorgeschlagen, was wir sinnvoll spielen können? 2 Millionen ungefähr. Damit kann ich nicht arbeiten. Das ist so, wie wenn wir dann irgendwann No Man's Sky spielen, ja, was einfach endlos ist. Dann verlieren wir uns da drin. Dann geht die Matrix kaputt, weil wir so viel No Man's Sky spielen. Ja. Und wir leben dann auch in No Man's Sky. Ja. Also wir hängen dann hier dieses Studio auch so ein bisschen zu, ja, und haben so einen Schlitz vielleicht, wo man uns gelegentlich Essen reinschieben kann. Und dann spielen wir nur noch No Man's Sky. Da müssen wir uns nur entscheiden, in welcher Art wir spielen. Ob wir es als Explorer spielen oder als Pirat oder als Händler. So viele Möglichkeiten. Oder als Jäger. Also ich würde ja prinzipiell, so wie wir damals Elite gespielt haben. Als Händler? Weiß ich nicht. Ich glaube, du hast immer, weil wir haben uns einen Spielstand damals geteilt. Stimmt, ich habe immer auf Händler gespielt und du hast immer auf Pirat gespielt. Genau, und du hast immer das Geld verdient und ich habe dann das Megakampfschiff da draus gebaut und bin dann nur noch rumgeflogen und habe alles kaputt geschossen. Das war die Arbeitsteilung. Das war eine gute Arbeitsteilung. Matthias schreibt, spielt mal was aus der Tales-Reihe. Oh, das sind auch schon wieder 200 Stunden Spielzeit. Ja. Das ist schwierig. Aber wenn, also ich würde jetzt mal vielleicht kein Klassiker spielen, aber wenn das nächste Mal, es kommt ja irgendein Tales of, kommt doch nächstes Jahr, glaube ich, raus, dann auf jeden Fall mal. Mhm. Die Frage ist noch immer, ob wir irgendwann mal auf die gute alte Zeit einen unserer Blizzard-Klassiker im Multiplayer spielen. Nee, also da ich ja aus Warcraft 3 raus bin. Ja, nee, das sowieso. Und StarCraft 2 kann ich auch mit dir vergessen. Das können wir schon spielen, aber. Also im Prinzip, wenn ich meine erste Fabrik gebaut habe, hat der Benny das gegnerische Lager schon überrannt. Möglich. Möglich und etwas fad. Zumindest für dich. Wieso? Ist das super? Ich habe Spaß mit meiner Basis. Oh, guck mal, da läuft einer. Da läuft noch einer. Oh, ist das aufregend. So bunt hier. Oh, guck mal, da stehen Kristalle. Und Benny, ratz, 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 alles weg. Ja, ich bin, also tendenziell, wir haben ja schon oft, zumindest intern hier drüber gesprochen, ja. Ich bin immer noch für irgendeinen total geilen Oldschool-WoW-Raid. Ja. Die wir dann vielleicht auch nur so mit 2-3 Mann spielen. Ja, wir versuchen, halt nicht unbedingt wie Lich King, also da waren wir ja noch nicht stark genug für. Das war nicht so funktioniert. Wir haben nämlich probiert, letztens irgendwann mal den Lich King zu dritt zu legen. Das
Das war noch zu Pandaria. Das war noch vor... Echt, war das vor Pandaria? Nein, das war zu Pandaria, aber das war vor Ding. Wie heißt das letzte? Cataclysm. Nee. Ja, da, das andere hier, da. Burning, nein. Das ist Burning Crusade auch nicht. Wir machen einfach mal eine Kombination aus allen Add-ons, die es gibt. Wrath of the Burning Pandaria. Legion. Cataclysm. Ja, ich bin jetzt bescheuert. Wie heißt denn Warlords of Draenor? Genau, Warlords of Draenor. Das war kurz vor Warlords of Draenor, wo wir zu dritt probiert haben, nochmal den Lich King zu legen. Ja. Sind wir leider nicht... Also mit dem vierten hätten wir es, glaube ich, gepackt, oder? Weil wir haben nur den Schaden nicht rausbekommen. Ja, wir sind... Der Schaden war nicht groß genug. Wo sind wir? Bei Sorfang sind wir gescheitert in dem Moment, leider. Aber nachdem wir eineinhalb Stunden beim Luftschiffkampf verdödelt haben, weil keiner von uns mehr wusste, wie es wirklich funktioniert hat. Das war aber, der Luftschiffkampf ist tendenziell auch einfacher mit 10 Leuten. Da macht es nichts aus, wenn 3 Leute scheiße sind. Deutlich. Nein, aber das wäre zum Beispiel, das hatten wir uns schon überlegt, ob wir mal die alte Gang so ein bisschen versuchen zusammenzukriegen und einmal dann einen WoW-Raid spielen. Wenn irgendwelche Leute noch Charaktere haben, können wir auch gerne noch den Rest des Raids auffüllen, so wie wir das früher gemacht haben. So ein 50-Mann. Gibt es noch die 50-Mann-Instanzen? Nee, es waren 40. Oder 40-Mann-Instanzen. Ich weiß nicht, ob man das nicht mittlerweile wieder irgendwie umstellen kann oder so, aber ich glaube, heute ist nochmal Maximum 25. Egal, aber ihr müsst natürlich dann auf unserem Server sein, ja? Also, ja, stimmt, ja. Also, das ist natürlich der Punkt. Also ihr solltet Allianz spielen und auf Nosdormu sein. Die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering wahrscheinlich. Ja. Aber falls irgendwer von euch Allianz spielt und in Nosdormu ist und mit uns mal in Oldschool Raid spielen möchte, idealerweise seid ihr auch Level Cap und nicht gerade Level 5. Das ist ein bisschen schwierig dann. Ich hab nicht Level Cap, weil ich Ding noch gar nicht gespielt habe. Gut, ihr habt Level Cap Pandaria. Minimum Level Cap Pandaria. Ich weiß nicht, wie viele von euch jetzt anfangen, wahrscheinlich dann auf Nosdormu sich Charaktere hochzuziehen. Ja, wobei, man muss ja auch gucken. Ich glaube, das hat sich ja jetzt auch geändert, weil man hat ja jetzt nicht mehr, oder ich glaube, selbst für Raids muss man nicht mehr auf demselben... Ja, aber nur random, glaube ich. Du musst aber, ja, kann es nicht sein, dass du im selben Realm Pool so sein musst? Boah, keine Ahnung. Weil unser Realm Pool ist ja, glaube ich, schon größer. Das müssen wir, wenn, mal rausfinden. Ja, also... Ich habe auch so lange keine Innis oder Raids mehr gespielt. Wir können auch theoretisch alle Raids in Pandaria und in Draenor spielen, weil davon habe ich echt noch gar keinen gespielt. Ja, gut, also haben wir überhaupt Raids in... Nee, in Cataclysm haben wir auch keinen Raid gespielt. Nee, weil in Cataclysm haben wir... Also da habe ich zumindest, als wir dann gerade irgendwo in den Elite-Innis unterwegs waren, da habe ich dann irgendwann aufgehört gehabt, genau. Und bei Pandaria. Doch, ich bin glaube ich, in Cataclysm bin ich mal mitgegangen in einem Raid. Aber das war so chaotisch, dass ich mir gedacht habe, nee, ich bleib lieber bei den heroischen Instanzen. Das hat dann gereicht. Ja. Man muss ja auch dazu sagen, dass unsere Raids damals auch chaotisch waren, aber die waren chaotisch lustig. Genau. Man muss auch natürlich mit der richtigen Einstellung spielen. Ja. Also ist natürlich immer schlecht, wenn so Ultra-Hardcore-Pro-Gamer, die wirklich nur auf Leistung spielen, wenn die dann in eine Gruppe reinkommen, die halt sagt, ja, wir wollen jetzt schon raiden, aber wenn wir halt 328 Mal an der gleichen Stelle sterben, dann tun wir das halt. Hauptsache, wir haben Spaß. Und wenn wir halt alle geschlossen wieder mal am Luftschiff vorbeispringen und in den Abgrund stürzen, ist das halt lustig, da muss ich nicht ausrasten. Da muss man auch die Nerven für haben. Also um mit uns WoW zu spielen, sollte man gechillt sein. Ich weiß nicht mehr, bei irgendeinem Boss haben doch Bernhard und ich dann die Schaukeltiere ausgepackt und sind dann vor dem Boss die ganze Zeit hin und her geschaukelt. Ja, oder Modelleisenbahn aufbauen vom Boss und so. Das sind ganz tolle Sachen. Und episch gut war auch die Polsterwaffen. Diesen Polsterwaffenständer und sich dann mit den Polsterwaffen verprügeln. Unfassbar. Ja. Guck mal, Matthias schreibt, in WoW kannst du momentan alle Raids, die älter als Pandaria sind, solo machen. Ja, mittlerweile. Der mit Warlords of Draenor gekommene Legacy-Buff regelt alles. Das ist aber fast schon ein bisschen langweilig. Also alleine will ich es ja nicht machen. Ich wollte gerade sagen, also das ist ja dann schon... Weil dann gibt es ja auch gar nicht so alberne Todessequenzen, dass wir irgendwo reinrennen. Ja, oder selbst wenn wir nicht sterben, aber einfach so alberne Sequenzen wie... Mir fällt gerade nichts ein. Wir können ja uns gegenseitig, vielleicht können wir unsere Garnison... Ach, du hast ja gar keine Garnison, verdammt. Nein. Aber ich glaube, man kann die Garnison auch nicht gegenseitig angreifen, sondern nur gemeinsam verteidigen. Oh, das wäre schon gut.
Das wäre schon echt gut. Die andere Alternative wäre halt noch Diablo 3. Ja, aber da sind wir ja so pro. Ich weiß nicht, ob das so lustig ist dann, ja, weil ich meine, da sind wir so hardcore pro. Naja. Also verglichen mit dem Chaos, was wir in WoW veranstalten, sind wir in Diablo eigentlich echt gut. Vor allem, weil du in Diablo ja gar nicht. Also, du kannst zwar scheiße bauen, aber in dem ganzen Effektgewitter geht es sehr unter, ja. Sodass du im Prinzip gar nicht siehst, wenn jemand Schmarrn gemacht hat. Also, Diablo. Kannst du im WoW nicht so. Kannst du in Diablo nicht so Schmarrn machen, dass. Dass gleich 10 Mann dann in der Folge sofort hops gehen. Ja. Oh nein, der gute Controller. Der gute Controller ist runtergerumbelt. Rumble, rumble, rumble. Rumble, rumble, rumble. Ja, ich sehe schon, das Thema ist eh abgeschweift. Irgendwie machen die hier gerade so ein bisschen Datingbörse und Übernachtungsbörse beieinander. Wer bei wem wie wo wann schläft. Zu welcher Convention. Vielleicht sollten wir das Ganze umwandeln. Wie hieß der Typ, der immer dann so in nachts im Fernsehen war und immer da saß? Ich empfange Schwingungen. Achso, ich kenne nur Domian oder Bob Ross. Das sind. Bob Ross ist episch. Das können wir auch machen. Da stellen wir den Patrick hin, geben ihm eine Leinwand und einen Pinsel und sagen, mach mal. Ja, aber der Patrick hat nicht so eine entspannte Stimme. Der ist ja dann doch ein bisschen aufgekratzter. Das stimmt allerdings. Also wenn, dann könnte ich mir das eher wieder bei der Iris vorstellen, weil die Iris kann ja dann so total entspannt. Und dann, wenn alle einschlafen, zieht sie einmal kurz das Tempo an und alle mit dem Herzinfarkt sind wieder wach. Ja, aber wir machen dann nachts, wir machen dann Spätabend-Show-Partnervermittlung. Partnervermittlung. Geld oder Liebe? Geld oder Liebe? Oh Gott, da müssen wir nochmal gucken. Das Konzept habe ich gar nicht mehr im Kopf. Ja, du, man hat's. Es waren eigentlich nur alberne Spiele, oder? Also das Konzept war, dass du hattest x Leute und dann musste sich ja jeder immer neu vorstellen. Und dann gab es immer 3 Auswahlmöglichkeiten, die alle total abgefahren waren. Und dann musste der aktuelle Partner von demjenigen raten, was dem sein Beruf ist, so gesehen. Und wenn er das geschafft hat, hat er Kohle bekommen. Und wenn er es nicht geschafft hat, war es einfach nur lustig. Und der andere, da gab es dann immer ein Video zu dem oder er hat irgendwas demonstriert von seinem Beruf, Job, Hobby, was auch immer. Und zwischendrin mussten sie immer ein völlig albernes, total bescheuertes Spiel machen, was ja immer so ein Partnerspiel war. Und am Ende des Ganzen gab es ja dann diese Paarungen, was ja dann immer der größte Witz in der ganzen Show war, weil es ja dann dieses Riesenbrett gab, auf dem dann die einzelnen Telefonnummern zu den einzelnen Paarungen waren. Und Jürgen von der Lippe hat immer genau 10 gefühlte eine Stunde davor gestanden ist und mit diesem Zeigestock erklärt hat, wie das funktioniert, was so unglaublich lustig war. Und dann hat man angerufen und dann konnten, glaube ich, auch noch die Leute im Studio abstimmen. Ja, und genau. Dann gab es eben Geld oder Liebe. Und der Witz an der Sache war der, dass die Teilnehmer sich dann alle so ein Schild nehmen konnten. Und jeder, der so gesehen Geld gezeigt hat, hat die Kohle bekommen, die er gespielt hat. Und jeder, der Liebe gezeigt hat, hat dann seinen Partner bekommen. Und konnte dann aber irgendwie Jackpot mit dem so gewinnen. Genau. Die sind dann so wie bei Dann im Mega-Jackpot. Herzblatt so ungefähr im Hubschrauber sonst wohin geflogen. Und wir machen daraus Nerd oder Liebe. Das war. Die Serie war damals echt cool. Also ich habe die als Kind echt gern geguckt, weil es auch voll witzig war. Mein Jürgen von der Lippe war eh super entertaining. So, lieber Jakobfisch, aus strategischen Gründen können wir uns nicht zu unserem Interesse an bestimmten Serien, die nicht lizenziert sind, äußern. Wie immer. Kommen wir zurück zum Thema. Bin ich denn hier nochmal rein? Guck mal, hier ist ja voll die NRW-Partnerbörse hier. Düsseldorf, Bonn, Köln, ja. Siehst du, wenn ich es kennen würde, würde ich nicht fragen. Achso, nee, das war jetzt. Ich habe 11 Minuten zur Chizuru. Ich habe da Übernachtungsmöglichkeiten. Ja, guck mal hier. Ah, da war der Ausgang. Die Peppermint Gaming Bettenbörse. Jetzt live im Twitch-Chat. Ich habe Bett. Suche Abendessen. Koch für mich, wenn du darfst bei mir jetzt schlafen. Aber, hast jetzt aber gut gerettet. Oh, kommen denn da jetzt plötzlich Gegner her? Zürich, auch gut.
Zürich. Zürich, ja, ist auch. Zwar Street Parade. Das ist so schade, dass die Street Parade dieses Jahr genau an dem Wochenende ist, wo Any Night ist. Oh, verdammt. Da habe ich einmal nicht mitgedacht. Da war die Street Parade. Einmal ist sie nicht an dem Wochenende, wo Any Magic ist, sondern ist sie an dem Wochenende, wo Any Night ist. Es ist ja nicht so, dass dazwischen drin noch drei Wochenenden sind. Oder vier? Nein, drei Wochenenden. Im August, wo man die Street Parade hätte machen können. Nein, die Organisatoren gehen hinterhältig her, ja, und legen das immer dahin, wo der Basti auf Convention muss, damit ich nie in schöne Zürich fahren kann, weil ich es da so schön finde. Im schönen Zürich. Ja, und da kann der Basti am See immer schön tanzen. Das macht er so gerne. Aber seitdem er bei Peppermint arbeitet, schafft er das einfach nicht mehr. So gerne fahre ich nach Zürich. Und das tue ich wirklich. Also ich verarsche das gerade nicht. Zürich ist eine wunderschöne Stadt. Die Street Parade ist mit das geilste Event, das es gibt. Und es tut mir echt weh. Also seitdem ich bei Peppermint arbeite, kann ich nicht mehr hinfahren, weil das blöde Ding immer genau dann ist, wenn Convention ist. Oh mein Gott. Die Frau nach Standby. Oh nein. Nein. Oh Gott, ich sehe meinen Charakter nicht mehr. Wir haben es geschafft. So. Was geht denn hier sonst so? Jakob Fisch, ich verarsche euch nicht. Ich mag wirklich die Schweizer gerne. Mein Schweizerdeutsch ist besser als mein Bayerisch, behaupte ich. Verdammt, ich glaube, ich habe schon wieder nicht aufgepasst. Benny wird sterben. Ich weiß es, es kommt bald. Guck mal, hier geht's schon. Also der Winter wird bei Jakob Fisch übernachten, wenn ich zur Animagic will. Und bei Monkey, wenn ich zur Buchmesse möchte. Und bei Kurumu komme ich einfach mal so vorbei. Die Peppermint-Bettenbörse. Also, Jakob Fisch war gar kein Schweizer. Wer war denn Schweizer? Irgendjemand hat auf Zürich geschrieben. Wer war denn das? Ach, Sesops war Zürich. Partnerbörse. Ja, hallo. Wenn einer Partnerbörse braucht, dann ich. Wir könnten ja so einen Tinder-Klon bauen. Tinder-Klon? Oh ja. Ich swipe so gerne. Swipe nach links, swipe nach rechts, swipe nach links, swipe nach rechts. Habe ich einen sehr lustigen Artikel. Ich weiß gar nicht, ob es vom DJ Mac war. Vom DJ Mac? Oder es war irgend so eine andere britische... Verdammt! Benny, Mann, konzentrier dich mal. Unfassbar. Da hast du DJ Mac gehört und sofort war... war durch. Das war keine gute Idee. Ich habe einen lustigen Artikel letzte Woche gesehen. Den kann ich jetzt leider nicht wiedergeben, weil da gehören die Bilder dazu. Wo es darum ging, dass irgendwelche Medien in England Tinder dafür... Oh, super, Benny. Ich bin gleich tot. Irgendwelche Medien in England haben Tinder dafür verantwortlich gemacht, dass die Clubszene in England den Bach runtergeht, was total albern ist. Ja. Aber die Argumentation war, ja, die Leute lernen sich ja jetzt bei Tinder kennen, das heißt, man muss nicht mehr in den Club gehen, um jemanden kennenzulernen. Halte ich für eine sehr schwache Argumentation. Aber das DJ Mac hat dann auf sehr witzige Weise so typische Tinder-Typen gezeigt. Also so, es gibt ja wirklich bei Tinder ein Schema von Profilfotos und von Profilen, wo man meint, also irgendwie alle Menschen, die bei Tinder sind, sind identisch. Ja? Entweder sie sind Freeclimber oder sie springen gerne am Strand. Oder und was wirklich so ist, was ich total witzig fand, war das schüchterne Mädchen, das immer nur Fotos drin hat in Dreier- bis Fünfergruppen, damit du nicht zuordnen kannst, wer in dieser Gruppe jetzt eigentlich die Person hinter dem Profil ist. Das fand ich super witzig, weil es halt wirklich so ist. Und das gibt es nicht nur einmal, sondern jedes fünfte, sechste Profil, durch das du dich durchswipst, ist genau so. Das war sehr witzig, da gab es auch Männerprofile, die kann ich jetzt nicht beurteilen, weil ich suche ja nicht nach Männern. Ich weiß, ich breche eure Herzen jetzt, ja. Aber nein. Und die Männerprofile waren auch sehr witzig. Wie sind wir drauf gekommen? Ich weiß es nicht. Achso, wir wollten Tinder für Anime-Fans genau, es ging ursprünglich mal um Tinder. Pep-Partnerbörse.
Benni, die wichtigsten News hast du noch gar nicht. Welche denn? Da fällt es mir gerade ein. Gesiedend heiß quasi. Gesiedend heiß, weil Kurumu sich gerade schon wieder verplappert hat. Kurumu 32 ist nämlich Demo-Player bei Amigo. Das heißt, wir haben einen neuen Freund für unsere Force of Will-Orgien. Kann der mir Karten besorgen? Wir müssen mit Kurumu mal auf der Spiel reden. Genau, ja. Kurumu, wir sind übrigens am Ninja Works Stand. Ja. Benny und Basti auf der Spiel in Essen im Oktober am Ninja Works Stand. Einfach, weil wir es können und weil der Name Ninja Works so geil ist. Ich finde, da sollten wir mal ein bisschen dealen hier. So, ja, mal so ich würde gerne mein Dracula-Deck. Das echt episch gut ist. Nein, es tut mir leid, Linku Stato, ich werde nicht dein Hass, Bendo. Es tut mir leid. Mein Herz gehört Pinkie Pie, das wisst ihr ja. Ich heirate Pinkie Pie. Das könnte früher oder später Probleme geben. Ja, so Mensch-Tier-Beziehungen sind nicht unbedingt. Ja, jetzt erinnere dich an den coolen Muppet-Trailer, wo die Frau mit Fozzie-Bär da sitzt und die Eltern dann fragen, wie stellt ihr euch das denn mit euren Kindern vor? Oh Gott, wann kommt die Serie eigentlich? Ich weiß nicht, die sollte jetzt irgendwann kommen. Ja, im Herbst, glaube ich. Im Herbst geht es jetzt irgendwann los. Also, übrigens, ganz episch. Ganz, ganz episch. So gut. Die neue Muppets-Serie, die im Herbst in Amerika startet. Der Trailer ist so unfassbar gut. Ich finde, da sollten wir jede Woche eine Review zu machen zur neuen Muppets-Folge. Unfassbar. Kurumu fragt, wann wir auf der Spielmeister sind. Ja, alle 4 Tage sind wir da. Du findest uns am Stand Ninja Works. Ich kann dir leider die Standnummer nicht sagen, aber wir sind alle 4 Tage da. Und wir werden epische Dinge dort tun. Zum Beispiel den Fantasy Flight Games Stand plündern. Oh, Benny ist in der Kiste. Eine Metal Gear Klischee. Ich wollte gerade sagen, das wusste ich jetzt einfach mal. Den ganzen Abend warte ich drauf. Ich wusste, irgendwas fehlt in unserem Stream. Irgendwas Essentielles fehlt in unserem Stream. Und jetzt weiß ich es. Es war die Kiste. Ich erinnere mich noch ganz genau an die Ankündigung, als Snake für Smash Brothers angekündigt wurde. Und es war irgendwie nur so, es kam nur so irgendwie diese Kiste ins Bild und dann kam dieses Ausrufezeichen da drüber. Und damals auf der E3 oder wo auch immer das war, sind die Leute abgegangen wie Hölle. So wie du halt. Tut mir leid, ich war abgelenkt, ja. Aber die Kiste war eben... Und ich weiß nicht mehr, bei welchem Spiel das war, aber da gab es dann, da ist auch irgendjemand dann in der Kiste rumgekrabbelt und da meint irgendjemand, ja, wie blöd kann man eigentlich sein, sich in der Kiste verstecken und wirft eine Granate und sprengt halt die Kiste weg. Ich glaube, es war Battlefield Bad Company damals oder irgendwie sowas. Ja, continue. Jako, ja, also die Messe heißt Spiel. Das ist eine Tabletop-Messe im Prinzip, also so halt alles, was mit Tabletop-Kartenspielen und so zu tun hat. Bisschen Comic gibt es da auch und das Ganze findet in Essen im Oktober statt. Ich glaube 8. bis 11. Oktober, wenn ich mich nicht täusche. Und da gibt es, wie gesagt, Peppermint Anime am Ninja Works Stand. Oh, ich hoffe, wir kriegen geile Ninja Works T-Shirts. Ich finde einfach geil. Vielleicht kriegen wir Ninja Anzüge. Boah, wir machen eigentlich nur das ganze Wochenende Selfies mit dem Ninja Works Schriftzug irgendwo im Hintergrund. Ja. Und dann müssen wir uns hier so Stirnbänder umbinden. Ja, genau. Und geilomatisch. Eine Hommage an die legendäre Serie der frühen 90er. Karate Kid? Nein, Serie, nicht Film. Mit Teenage Mutant Ninja Turtles. Mit Lee Van Cleef. Der Ninja-Meister. Walker, Texas Ranger. MacGyver. MacGyver. Ja, wobei, aber das war ja noch 80er. Ja, echt, war MacGyver noch 80er? Ich glaube, MacGyver war noch 80er. Fragen wir die Internet-Movie-Database. Genau, wann MacGyver rausgekommen ist und wann der Ninja-Meister. Wir sollten eigentlich einen separaten Screen offen haben mit der Internet-Movie-Database. MacGyver, 1985. Oh, Runde 1 geht an den Benny, der jetzt schon wieder stirbt. Wie ist der andere, der Ninja-Meister? Während wir streamen, sollten wir so ein Trivial Pursuit mit der Community machen.
Ninja-Meister, nein. Heißt das wirklich Ninja-Meister oder was? Das, also die Serie hieß in Deutschland zumindest der Ninja-Meister, glaube ich. Also IMDb kennt die nicht. Ach doch, guck mal hier, 1984. Verdammt, dann war ich nicht ganz mit 90er. Demi Moore, holla, die Waldfee. Echt? Er hat aber nur 4,1 Sternchen. Ja, die war auch nicht so gut. Aber als Kind fand ich die damals toll. Als Kind fanden wir vieles toll. Da war auch der, wie hieß die Serie mit dem Hubschrauber? Die hatte so einen Airwolf. Genau. Oh, Airwolf, Mann, ist auch jetzt super. Ich darf nicht den Controller auf Seite tun, da passiert sowas. Nein, Jakob Fisch, also auf der Spiel laufen tendenziell eher weniger Cosplayer rum, außer Benny und ich schmeißen uns ins Free Cosplay. Nein, nicht ins Free Cosplay, ins Ninja Cosplay. Oder wir nehmen uns Kisten mit. Wir haben bestimmt ganz viele Kisten am Stand. Dann machen wir Metal Gear Cosplay. Wir ziehen uns einfach so eine Kiste über und legen uns auf den Boden. Das wäre die ideale Variante für unsere Cosplay-Show-Gruppe. weil wir hatten ja schon, das muss man jetzt mal erkennen, wir hatten ja schon so viele Ideen, was wir als Gruppe cosplayen wollen. Und hatten dann schon die Überlegung, dass wir, ich glaube, letztes Jahr auf der RPC hatten wir das schon überlegt. Entschuldigung, Benni, ich muss ganz kurz. Also Jakob Fisch hat gefragt, laufen da Cosplayer rum? Winter sagt, Jakob Fisch, kannst du trotzdem cosplayen? Wäre mal was Neues. Und dann sagt Jakob Fisch, ich cosplaye nur sexy Anime-Boys, die meistens topless sind, will da nicht so sehr auffallen. Du wirst überhaupt nicht auffallen auf das Spiel. Sagen, gar nicht. Bitte, komm und cosplaye sexy Anime-Boys topless. Wir können da eine Wunschliste erstellen, der weiblichen Fans. Dann kannst du alle halbe Stunde wechseln. Ja. Also wirklich zum Verständnis, ihr dürft euch da jetzt wirklich nicht sowas wie die Konichi oder Eddie Magic drunter vorstellen. Es ist eine, keine Ahnung, also hier in München ist es die Spielwiesen, ja, ist im Prinzip eine Messe, wo man sich trifft, um Brettspiele zu spielen, Kartenspiele zu spielen, auszuprobieren, zu shoppen. Und die Spiel ist da aber tatsächlich, glaube ich, das größte Event der Welt. Ich weiß es nicht. In ihrer Klasse. Oder zumindest das größte in Europa. Nee, ich meine, also die Spiel ist, glaube ich, wirklich das größte der Welt. Da sind dann sogar auch hier die, ich meine, wir reden jetzt, vielleicht ist Will Wheaton da. Das wäre stylisch. Oh. Boah, da müssen wir ein geiles Video mit Will Wheaton machen. Will Wheaton hat ja auf Geek & Sundry in Amerika, hatte ja so eine Boardgame-Show. Und es ist tatsächlich so, also gerade deutsche Boardgames haben einen sehr, sehr guten Ruf in Amerika, während der Benny schon wieder stirbt. Ich stelle mich gerade echt so blöd, weil ich gerade so abgelenkt bin. Aber wir kriegen das schon noch hin. Ich schaff's noch irgendwann hinten zu der Tür. Okay, guck mal hier. Das zweitgrößte auf der Welt, das größte in Europa. Was ist denn dann das größte? Das würde mich mal interessieren. Ich wollte gerade sagen. Also das größte auf der Welt, hätte ich jetzt eigentlich eher gesagt, wäre irgendwie so GenCon oder so. Echt? Ist die so groß? Ich glaube schon. Gut, auf jeden Fall kommen wir zurück. Also keine Anime-Convention, Brettspiele, Kartenspiele. Und wenn Will Wheaton da ist, werden wir Will Wheaton irgendwie hijacken. Das sollten wir mal rausfinden. Also dann gehen wir mit Will Wheaton abends einsaufen, ey. Generell, also generell, wenn irgendjemand von Geeks & Sundry da ist. Ja, aber wenn, so, macht nur Will Wheaton Sinn, weil die Felicia macht doch auch nicht, also weil die spielt doch eher Computer. Oder? Felicia spielt doch nicht wirklich Boardgames. Ja, die hat auch bei Magic mitgespielt, aber gut. Ja, aber Will Wheaton reicht ja schon, damit wir Spaß haben. Ja. Dann laden wir Will Wheaton mal zu einer Runde Dungeons & Dragons ein. Der macht uns alle. You enter a dungeon and you see a dragon. So, Benny, Focus. Schaffen Focus. Wir noch was? Ja. 8 Minuten, komm, zeig, was du drauf hast. Kommen wir noch zum zweiten Boss? Ja. Also wenn ich da jetzt nicht noch 5-mal drauf gehe, weil der zweite Boss ist nämlich direkt dahinter. Ach so. Ich muss nur mal warten, bis der Typ weg ist. Ich bin da immer noch zu zurückhalten. Ich denke mir immer, nein, ich erschieße den jetzt nicht. Ich könnte ihn auch einfach erschießen. Aber kannst du den nicht als Kiste verkleiden und an ihm vorbeischleichen? Nee, weil das ist das Problem. Wenn er direkt an dir vorbeiläuft und bist in der Kiste, dann merkt er das normalerweise nicht. Ach so. Aber wenn du mit der Kiste an ihm vorbeiläufst, dann ist es schon ein bisschen auffällig. Ach, Schmarrn. Monkey wünscht sich, dass der Benny mal überlebt. Das wünschen sich viele Leute. Ich hoffe ich zumindest. Oh. Ich hab Spaß. Und ich dachte, ich bin schlecht im Batman-Spielen. Gottes Willen, das war so. Hey,
Da lässt ihr jetzt gerade alles. Da könnten wir auch irgendein Ultra-Hardcore-Arcade-Game irgendwie spielen. Da stellen wir uns mal einen Automaten hin und streamen mal einen Automaten. Da sterben wir genauso oft. Wir müssen nur schauen, dass wir endlos Münzen reinwerfen können. Vielleicht sollte ich mir hier einfach mal Ration oder so holen. Damit ich nicht immer so instant sterbe, wenn ich einen Treffer abkriege. Oder ich krieg auch einfach keine Sachen zum Heilen. Aber wenigstens kann ich ihn jetzt umschießen. Wo waren wir eigentlich? Unsere Cosplay-Gruppe. Cosplay-Gruppe? Ach stimmt, Entschuldigung, ja, genau, Cosplay-Gruppe. Wir hatten ja mal... Ich glaube, wir schweifen immer ab. Für die RPC, glaube ich, hatten wir mal geplant, dass wir eine... dass wir eine komplette League of Legends Lane darstellen. Also mit je nachdem 2 bis 4 Champions und dann Minions und wir bewerfen uns dann mit so Schaumstoffbällchen und so weiter. Das Problem ist, uns fehlen halt gefühlte 13 Cosplayer dazu. Winter fragt, hast du das Best of Batman jetzt gesehen? Ja, habe ich. Fand ich sehr witzig. Ich fühle mich geehrt. Genauso wie im Prinzip unser erstes GIF. Ich weiß gar nicht, wer von euch das gemacht hatte. Vielen Dank nochmal für das geile... War das nicht auch der Winter? War es Winter? Ich weiß gar nicht, ob es der Winter war oder ob es nicht doch der Hengar-Gengar war. Wer auch immer das GIF gemacht hat, auch danke dafür. Wir fühlen uns geehrt, wenn wir zu Kultobjekten erhoben werden. Das ist nur der erste Schritt Richtung Benny Body Pillow. Genau, Jakob Fisch fragt, ihr spielt in Hollow Fragment Kirito. Warum hat er grüne Haare? Weil Basti sich dachte, ich tupfe mich jetzt mal so richtig aus und habe beschlossen, ich gebe ihm grüne Haare, Katzengesicht, mache ihn 1,45 Meter groß. Ja, und das war's. Wenn ich allerdings gewusst hätte, wie heiß die Strea ist, dann hätte ich Kirito auch heißer gemacht. Weil so habe ich echt ein bisschen Angst, dass sie irgendwann sich denken, boah, nee, der Kirito ist so seltsam, den verlasse ich, ich brenne lieber mit Kleinen durch, dann weine ich den Rest des Spiels, dann höre ich auf. Dann droppe ich das Spiel. Ich bin ja auch total aufgeregt, ob Strea, also vielleicht könnt ihr mir da helfen, weil ihr ja bestimmt auch tiefer in der Materie noch drin seid als ich. Ist Strea ein Charakter, der nur für Hollow Fragment vorkommt? Oder ist Strea ein Charakter, die auch in den Light Novels vorkommt? Das heißt, dass wir vielleicht eine Chance haben, sollte irgendwann eine dritte Staffel kommen, dass wir Strea vielleicht auch mal in der Serie sehen, weil dann werde ich zum Ultra-Fanboy. Wobei sie dann wahrscheinlich nicht das Skin hat, weil ja auch jetzt hier viele anders aussehen als in der Serie. Aber so wie sie im Spiel ist, das ist schon das nicht schlecht. Ja, das GIF, gute Frage. Ich muss nochmal gucken, wo wir das haben. Monkey fragt nach dem GIF. Was? Wie, wo? Ich weiß gar nicht, wo war. Haben wir das GIF bei Skype, bei... Ja, ich glaube, das war bei Twitch. Nee, bei Twitter. Wir haben zu viele Social-Media-Sachen. Ja. Bei Twitter wurde uns das geschickt. Oder bei Tumblr? Nee, ich glaube, bei Twitter war es. Fanden wir episch gut. Wir haben es aber auch gespeichert. Monkey, frag uns dann doch einfach nochmal danach. Geh uns ein bisschen auf die Nerven, weil wir vergessen gerne Sachen. Das müssen wir nochmal raussuchen, dann posten wir das mal irgendwo. Oh nein, Winter raubt mir meine Illusionen. Strea gibt es nur in Hollow Fragment und Lost Song, aber Lost Song kommt ja noch. Das heißt, wenn ich jetzt meine 24 Stunden, kommt es hin? Ja, vielleicht, wenn ich ein bisschen Gas gebe. Meine 24 Stunden mit Strea in Hollow Fragment verbracht habe, dann kann ich mich auf Lost Song im November freuen. Musst du mit der 24 Stunden verbringen? Das weiß ich nicht, aber ich habe bisher 8 Stunden gespielt, habe jetzt 2 Bosse gelegt und werde jetzt aber tendenziell schneller. Deswegen, wenn ich es durchspielen will, mal gucken. Das Problem sind die Story-Sequenzen dazwischen. Vor allem, wenn sie belanglos sind. Also es gab ja wichtige Story-Sequenzen, aber heute haben wir über Gott und die Welt geredet und ich dachte mir, das wären jetzt auch 15, 20 Minuten gewesen. Da hätte ich fast noch den nächsten Floor klären können. Der DARPA-Chef und Präsident Baker, die Terroristen...
Ja, Sesops, das ist halt so eine schwammige Aussage. Ja, weil der Producer, oder ich weiß gar nicht, wer es war, entweder Producer oder Director, hat gesagt, SAO wird so lange weitergehen, wie die Light Novel weitergeht. Ja, das ist eine gute Aussage. Kann aber halt auch sein, dass es erst in 100 Jahren weitergeht. Also wir haben keine Release-Termine für eine dritte Staffel, auch wenn die Fans ja immer hier von 2016 reden. Schon wieder tot? Nein, du musst jetzt tatsächlich was nachgoogeln, weil ich nicht glaube, dass sie es gelöst haben. Du meinst speichern? Nee, der Speichern geht schon. Aber ich rätsel die ganze Zeit, weil ich weiß, was ich machen muss. Ich warte nur die ganze Zeit, dass ich angerufen werde, aber ich werde nicht angerufen, weil das war wieder der Trick an der Sache. Das war ein Raubkopierschutz quasi. Wir müssen jetzt Meryl anrufen, damit sie uns den Weg frei macht. Und das Problem ist, die Frequenz ist nicht gespeichert, sprich man muss die das erste Mal selber rausfinden und die Frequenz steht auf der Rückseite der Metal Gear Solid Verpackung. Da ist ein Foto von diesem Dingscreen, diesen hier so gesehen, und da muss man da die Frequenz von ihr eingeben, der auf der Verpackung total drauf steht. Genau. So, Metal Gear Solid PC, hoffen wir einfach mal, dass das gleiche ist. Oh ne, schon wieder so ein Ding hier, was geblockt ist. Ach ja, von mir aus, lass mich in Ruhe. So, Meryl, 140.15. Guck mal, ob das geht. Nein, X ist nicht bestätigen. Guck mal, Basti hat's geschafft. Basti war nützlich. Basti war nützlich! So. Jakobisch sagt, wir sollen einfach bis 2 Uhr in der Nacht zocken. Ja, mal gucken. Nee, wir müssen mal wieder so viel. Und Link Stato sagt, die Mate Silica heute war auch sehr relevant. Ja, das stimmt. Wir sind heute nämlich Silica gefolgt, weil Silica sich seltsam verhalten hat und haben rausgefunden, dass Silica einen Job in einem Maid-Café angenommen hat. Muss sie sich so prostituieren. Mit very awkward moments, ja. Und dann hat sie uns ein Omelett gebracht und hat gesagt, sie kann uns jede Soße drauf machen, die wir haben wollen. Oh Gott. Und dann hat sie uns Ketchup auf unser Omelett gemacht. Das ist so eklig. Das ist so eklig, das ist der Wahnsinn. Ach ja. Die ja. Klingt echt so wie die Iris. Ja, schon. Ja, ist total krass. Vielleicht ist es die Mutter von der Iris. Oder die Schwester. Oder ihre Fiese. Jahrgang 66, die Mutter von der Iris. Ja. Das ist ihr fieser Zwillingsbruder. Ich weiß nicht. Aus dem Paralleluniversum. Randalieren die da draußen schon wieder rum? Draußen wird immer randaliert. Bei uns auf der Straße wird immer randaliert. Magst du etwa keine Soße? Fragt Link. Barbecue-Soße. Sesops fragt, bekommen wir mehr Artikel, wie wir auf der Animagic hatten? In Japan gibt es ja genug. In der Tat arbeiten wir gerade an der Nachbestellung. Wir wissen nur nicht, wann die kommt. Also wir sind da gerade ein bisschen skeptisch, wir hatten gehofft, dass wir die schon zu Any Night haben, aber das wird, nachdem es nur noch eine Woche ist, so ungefähr, tendenziell eher nichts, nachdem es in Japan immer noch nicht weggeschickt wurde. Wir hoffen, dass wir es vielleicht zur Konichi hinbekommen. Wenn es aber zur Konichi auch nicht hinhaut, nicht traurig sein, also wir sind ja im Januar mit unserem Festival auf Tour durch Deutschland, da gibt es immer auf jeden Fall einen Peppermint-Verkaufsstand. Bis dahin sollten wir das neue Merchandising auf jeden Fall haben. Und dann steht ja auch die Buchmesse im März an, wo wir auch einen relativ großen Stand mit viel Merchandising für euch am Start haben werden. Was es da genauso gibt, kann ich euch noch nicht sagen, weil wir gerade wirklich erst in so einer Bestellphase sind und ein bisschen abchecken, was wir kriegen. Und vor allen Dingen, wie wir das nach Europa kriegen, ohne dass wir uns ruinieren, während hier draußen wahrscheinlich ein Bandenkrieg auf der Straße tobt. Ich glaube, sie opfern Kinder. Super. Ja. Gut, so viel dazu. Gut, Knut. Ich würde sagen, wenn jetzt hier gleich fertig ist, machen wir fertig.
Ich danke dem Benny für seine hervorragende Demonstration. Ja, tendenziell wären wir jetzt beim zweiten Boss gewesen. Auf welche Weisen man in Metal Gear Solid sterben kann, wenn man sich nicht konzentriert. Eigentlich Benny ja Metal Gear Meister. Wobei man da auch echt sagen muss, ich habe es jetzt nur mal im Kopf überschlagen, also es muss mindestens 15 Jahre her sein, dass ich das Spiel das jetzt mal gespielt habe. Es war trotzdem gut. Wichtig ist, dass wir die Kiste gesehen haben. Wichtige, genau, die Kiste. Die Kiste war das Wichtigste. Wir danken für eure Aufmerksamkeit, liebe Fans dort draußen an den Bildschirmen. Hoffen, dass ihr morgen zu unserem Hangout um 18 Uhr hier auch wieder einschaltet. Da labern wir auch, wie immer, natürlich ganz, ganz viel Schmarrn. Sind ganz, ganz albern, wie wir immer so sind. Du. Ja, den Benny integrieren wir morgen auch mal ein bisschen mehr. In irgendeiner Form. Wir müssen uns überlegen, jetzt, wo du unser... In irgendeiner Form. Wir nehmen eine zweite Kamera und zeigen sein permanent entgleisendes Gesicht. Ja, so ein bisschen halt wie der Antrag früher bei Harald Schmidt. Benny ist der neue Antrag. Und ja, ansonsten freuen wir uns, oder freue ich mich am Donnerstag, falls ihr einschaltet, ihr wisst ja eher immer zu unserer ruhigeren Runde. Basti spielt Life is Strange. Da geht es wirklich ruhiger zu, da bin ich auch alleine am Start. Das ist dann sehr game-orientiert, aber auch da habe ich immer viel Spaß mit Anspielungen auf alte Serien, auf alte Movies. Und Life is Strange ist einfach ein grandios gutes Spiel, was man sowieso nur jedem empfehlen kann. Absolut. Dann natürlich am Wochenende unsere Simulcast-Serien nicht vergessen. Ganz, ganz, ganz wichtig. Vorne dabei Charlotte. Also nach den letzten zwei grandiosen Folgen sind wir sehr, sehr gespannt, wie es da weitergeht. Außerdem natürlich auch Classroom Crisis am Freitag am Start. Und Dudlalala, X2. Ten, genau. Am Samstag. Und dann gibt es nächste Woche Dienstag wieder für euch Sword Art Online Rehollow Fragment. Vielleicht gehe ich dann doch mal auf das Daten ein. Ja, Winter schreibt ja, ich soll mal auf Daten gehen und dann reden, damit ich irgendwann auch die gute Streher mal endlich an der Hand nehmen darf oder sie mal hochheben darf. Oder mal mit aufs Zimmer nehmen darf. Kann man sie auch hochheben? Also da steht zumindest was, hochheben oder so. Nur immer, wenn ich es probiere, dann kriege ich eine gelangt so ungefähr. Also muss ich noch ein bisschen dran arbeiten. Link Stator findet sich auch klasse. Das finde ich gut. ja. Geht das noch lange? Sollen wir das noch abwarten? Oder ich glaub, es ist jetzt gleich vorbei. Steigen wir da nächste Woche nochmal ein? Haben alles erzählt. Nächste Woche, ganz wichtig, falls ihr aus Österreich kommt, das kann ich jetzt nicht nachmachen. Nein. Wiener Schmäh kann ich nicht. Und die lassen mich dann wirklich nicht einreisen, wenn ich das verhaue. Nächste Woche sind wir natürlich Freitag bis Sonntag in Any Night, in der Any Night in auf. Sie steigen quasi in die Any Night ein. Wir sind in der Any Night auf Wien, Schwächert. Mit unserem Stand wieder in der Main Area neben der Bühne. Haben wir am Samstag auch eine kleine sexy Bühnenpräsentation um 13.30 Uhr. Freuen wir uns, wenn ihr da vorbeischaut. Natürlich nicht vergessen, bei unserem Stand könnt ihr auch wieder schießen und Poster gewinnen. Und jetzt ist Benny aus der Videosequenz raus. Wir haben das Wichtigste gesehen für heute. Und eines der wichtigsten Spiele der Computerspielhistorie. Ja, wir haben heute was getan für die Bildung. Auch wenn wir nicht so viel darüber gesprochen haben, aber trotzdem eines der wichtigsten Spiele aller Zeiten. Irgendwann müssen wir mal einen seriösen Stream machen. Nein! Dafür werden wir nicht bezahlt. Wir werden sowieso nicht bezahlt. Ja, eben, deswegen. Der Basti sagt danke und tschüss. Der Benni auch. Bis zum nächsten Mal, beziehungsweise morgen oder Donnerstag. Oder auf der Wien in Any Night. Auf der Wien in Any Night. Macht's gut, einen schönen Abend und bis bald. Ciao.